Ist es Bloodborne? Oder ist es ein anderes Spiel? Nein, es ist Nier Automata im Knallhart durchgenommen. What? Ja. Und wieder siegt die Demokratie zu Zeiten, wo man die Demokratie eigentlich schon anzweifelt. Denn wir haben rumgefragt bei dem letzten, bei der Episode 3 von Nier Automata, damals noch Last Call. Das ist lange her, ne? Wochen her. Wochen. Ob wir das denn live weitermachen sollten oder ob wir das vielleicht auch einfach mal als Knall durchgenommen annehmen. Und da haben wir gemeinschaftlich vorgeschlagen, ist uns egal, was ihr sagt, wir ziehen es trotzdem durch. Aber ihr habt es bestätigt. Ja, wir werden das als Knall durchgenommen in Zukunft behandeln. Auch für uns, um ein bisschen mehr Druck zu schaffen, Regelmäßigkeit. Wir wissen, ihr wollt das, wir wollen euch das erfüllen. Zum anderen, weil der Vote bei einem Thema, wo alle Bock haben, halt auch Quatsch ist. Wir müssen, glaube ich, Last Call generell, ich finde die Idee immer noch gut, aber es muss ein Spiel sein, das Open-End ist, was keine Story hat, wo man nicht das Ende sehen will, wo man aber sagt, so Minecraft wäre jetzt ein gutes Beispiel, wenn es nicht schon so alt wäre. Einfach ein Spiel, was man dann so lange spielt, bis man keinen Bock mehr hat. Aber jetzt wollen wir knall durchgenommen mit Nier Automata machen. Ja, und die Leute haben auch gesagt, live oder nicht live ist eigentlich egal. Und so werden wir es auch behandeln. Mal sind wir live, mal nicht. Genau. Oder? Heute Abend sind wir live. Genau. Es ist Dienstag. Es ist heute große neue deutsche Abendunterhaltung. Geht wieder weiter. Tag. Es ist aber auch Dienstag. Und deswegen herzlich willkommen, Chat, jetzt gerade zu dieser Stelle. Aber auch, hallo, ihr YouTuber, die ihr das eh als VOD guckt. Wir machen einfach weiter und konzentrieren uns auch auf die Erfüllung unseres eigenen Wunsches, nämlich wir sind auch von Nier Automata jetzt schon geflasht nach circa 6 Stunden Ingame. Ungefähr 5 Stunden und ein paar zerquetschte. Es ist ein schönes Spiel mit viel Denk. Gibt mit viel Projektionsfläche für die eigenen so Philosophien. Auf jeden Fall. Und wir haben als letzte Aktion haben wir eine Sidequest erledigt. Oben im Orbit in der Station von uns Yorha-Einheiten gab es eine Randnotiz und eine Sidequest. Und die haben wir als letztes Mal erfüllt, nämlich die verbleibenden Überreste von einer anderen Bergen, genau. Das war das Ziel. Android sind wir hier. Wir sind ein bisschen raus. Sind wir Androiden oder Cyborgs? Wir sind Cyborgs, ne? Nee, wir sind Androiden. Was ist denn nochmal der Unterschied? Cyborgs haben menschliche Elemente, okay. Also sowas wie Körperteile oder so. Während wir unterwegs sind und vielleicht. Ja? Wir finden uns genauso wie auch zu Episode 3 wieder ins Spiel zurück. Und wir haben schon wieder, Episode 3 ist schon wieder so viel passiert und es ploppt alles gerade auf. Wir waren in der Alien-Basis. Wir haben diese zwei super androgynen. Schau mal. Die sind stark, also weil die ein Schutzschild haben. Ja. Wir haben die beiden androgynen. Ja. Diese androgynen Roboter eigentlich gefunden, die wiederum aus den Robotern geboren wurden, weil sie. Das ist schon wieder 6 Wochen her, glaube ich. Ne? Das ist schon wieder sehr lange her. Nein, echt? Ja, wir waren letztes Mal schon. Das war letztes Mal schon eine lange Weile her. Also, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Ich sag nur, es ist viel passiert im Spiel generell, seitdem wir angefangen haben. Was würdest du denn sagen, was ist das Leitmotiv? Leitmotiv? So eine Sache, die es wirklich definiert. Okay, alles klar. Übergeordnet, das ist ganz klar. Wir haben ja schon einige Theorien angestellt. Es ist nicht ganz klar, wer ist eigentlich gut, wer ist eigentlich böse, wer war zuerst da, wer hat den Krieg angezettelt. All diese ganzen Fragen sind noch so ein bisschen nebulös. Aber ich meinte es mehr so, wenn du es in einem Satz wie ein Claim, wie ein Slogan, wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest, was behandelt dieses Spiel? Ich versuche da so ein bisschen ja auch drauf rumzudenken und es ist schwer, weil man könnte jetzt sagen, Philosophie, was ist Leben, wo ist der goldene Funke, sag ich mal, der göttliche Funke zwischen Biologie und Technik oder so. Ja. Und wenn man alles imitiert, wenn Technik alles imitiert, was Leben ausmacht, ist es dann Leben? Also ich nehme an, aber das ist halt so eine
da fehlt mir so ein bisschen der übergeordnete Rahmen. Ne? Weil ja, es geht ist hier schon, um. Es ist schon, was macht uns menschlich? Also, was macht so, den Mensch ne, zum Mensch? Es ist immer die Kernfrage irgendwie. Die Menschheit wurde von der Erde vertrieben. Die Menschheit versucht wieder zurückzukommen. Das tun sie aber durch Androiden, eine Special Form, weißt du, die wiederum genährt sind, die eigentlich sehr streng. Also der Feind wird dann auch mehr oder weniger zu Verbündeten, oder? Weil die Roboter ja auch gegen die Menschen kämpfen, aber sie benutzen sie ja eben auch in veränderter Form, in menschlicher Form, genau. um diesen Angriff zurückzuschlagen. Und da ist immer die Frage irgendwie, alles klar, was macht uns zum Menschen? Es sind Emotionen scheinbar, aber sind diese Emotionen auch wirklich nur auf Fleisch und Blut zurückzuführen oder hat das andere Umstände, pipapo? Und wir haben halt im Laufe des Spiels schon verschiedene Parteien kennengelernt. Drei aktuell, es gibt die Menschheit und daran angedockt die Yorha, wo wir sozusagen angedockt sind. Also wir sind hier waren wir auch letztes Mal, ne? Kannst du dich erinnern? Ja, Alter, da waren diese Schnecken, ne? Oder sind die da wieder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich bin mir nicht, die sind wieder da. Ich weiß aber nicht genau, ob die respawnen. Boah, da hast du aber hart gekämpft, ey. Soll ich das denn nochmal machen? Nein, oder? Ich glaube, das musst du gar nicht. Aber gibt es nicht nochmal Punkte? Meintest du nicht, wir sollten nochmal ein bisschen grinden vielleicht? Nö, das, wir haben kurz vorher besprochen, in diesem Dorf mit den friedlichen Robotern. Da gibt es ja diesen einen Bitcoin-Typen, wo man sehr viel Geld irgendwie... Also wir nennen ihn den Bitcoin-Typen, aber man kann investieren und er verspricht eine hohe Rendite von mehr als 18%. Es soll sich tatsächlich lohnen, das haben wir letztes Mal im Chat auch nochmal hinbekommen als Hinweis. Dankeschön übrigens auch für alle Leute, die uns Tipps in die YouTube-Kommentare reingeschrieben haben. Das ist hilfreich. Auch alleine, dass es auch nicht unrealistisch ist, diese Summe an Geld tatsächlich zu erwirtschaften und was gewisse Alter. Items irgendwie bringen könnten. Was der aushält hier. Ja, ja, der ist knallhart, ey. Das ist plötzlich wieder mittendrin in der ganzen Action, obwohl die wollte ich doch nur ein Vieh killen. Alter, wie sie da steht, Tobi, ey. Das ist so badass. Weißt du, sie steht mit dem Rücken in diesem. Ja, ihr Mac macht ja alles. Siehst du, das hat sich doch gelohnt. Es hat die Stufe. Sich gelohnt. Fett gegrindet. Ja. Oh, Alter, guck mal, die sind stärker, schneller geworden, aggressiver. Ja, klar, Stufe 2 jetzt. Das sind 3 Stück und mit jedem wird es einmal heftiger. So. Wir haben auf jeden Fall noch mal ein paar Tränke eingekauft. Also einfach, damit wir Health hatten, das weiß ich noch. Der Chat soll mal ganz kurz sagen, wenn das weiß, wo wir als nächstes hingehen sollen, was unsere Aufgabe und Mission war. Ich kann auch gleich den Bildschirm aufrufen. Ich weiß es tatsächlich. Okay. Grob, wir müssen wieder zurück in die Wüste gehen. Fuck. Weil dort ein anderes Roboter... Outlaws sind, die aber aggressiver sind und die haben vielleicht mehr. Ist das eine Hauptmission? Ha? Das ist Hauptmission. Der Pascal, der Leader dieser friedfertigen Ewok-Baumroboter, hat uns dahin geschickt. Jemand sagt, wir sollen das Hut einschalten. Ich dachte, wir haben das schon. Oben links ist hier ein bisschen Hut. Ja gut, wir haben nicht alles eingeschaltet. Unsere Chipsets, ne? Genau. Also wir haben die Chips. Aber warum denn? Brauchen wir das? Gut. Vielleicht um Items zu erkennen, ne? Also keine Ahnung. Ja. Nee, ist schon ein guter Punkt. Beim Schießen meinte ich, das hat so einen Schieß-Hut. Das sagt mir wahrscheinlich dann an, was die Gegner, wie viel Energie die noch haben oder so. Entschuldigung, wenn ich hier rumeiere, aber ich merke, ich kann hier nicht hoch. Ja. Okay, wo ist mein... Ich geh mal ganz hoch wieder, Entschuldigung, dass ich mich schnell habe ablenken lassen von diesen Viechern. Man will sie bekämpfen, weil sie da sind. Mhm. Dabei, guck doch mal, eigentlich tanzen und springen sie miteinander. Und es war eine Familie und wir haben wie schnell die sind. Einen davon haben wir jetzt getötet, ne? Ja. Einfach so. Oh Mann. Vielleicht fanden die den aber auch mega scheiße und die freuen sich einfach. Und das glaube ich auch. Wir missinterpretieren das, weil wir sind Menschen und wir wissen nicht, wie Maschinen denken oder, weißt du? Vielleicht denken die, das ist jetzt, weiß ich nicht. Hauptstory ist beim Waldkönigreich, genau das habe ich gerade gesagt. Hauptquest Wald, okay. Und ebenfalls gerade nochmal einen Tipp bekommen in Richtung Wüstenstadt. Da, wo der erste Zwischengegner war, da kann man ziemlich gut looten. Da sind dann ganze, kommen immer unendlich Gegner und die sind alle Level 30. Okay, dann 30, aber ich muss, das ist jetzt alles sehr, sehr viel Information in den kleinen Simon-Kopf hinein. Das funktioniert so nicht. Wo soll ich hin? So, hier ist das aktuelle Ziel. Ist das überhaupt das richtige Ziel? Das gilt es herauszufinden. Ich glaube, ja, das ist Main Quest. Ja. Wir gucken mal, wegen der Aufgabe, ne? Was die aktive Aufgabe ist. Das ist neu, Untersuchung, ach genau, das haben wir eben eingesammelt oder eben kam der Funkspruch durch. Erinnerungen an 11B, 16, der hat eine Bitte vorgesetzt, ist in der Schlacht bei der Verlassenen. Hier, das haben wir, hast du ja erzählt, die haben wir geborgen. Übrigens, kann man kurz Vollbild machen, ganz kurz, weil da können wir drüber reden. Ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich im Moment. Ach, wir können ja, das ja jetzt machen. Ja, weil die Kollegen sind alle hardcore am Arbeiten. Stimmt, wir haben ja nur keine Werbung, ich war das so gewohnt. Ey, ich hab's angefasst, in dem Moment ist es ausgegangen. Ich hab's angefasst. In dem Moment ist es restartet. Ist kein Witz.
Ja, aber jetzt muss ich kurz warten. Ja, ja, jetzt warte ich ein bisschen. Das ist so dann lächerlich, müssen, ne? Müssen wir so agieren, ja. Das ist so, kannst du doch nicht arbeiten mit mir. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Weiß ich auch nicht. Ja, hier wegen 11B. Wir haben ja ihr Tagebuch, also nicht ihr Tagebuch, wir haben ihre Kommunikation abgefangen. Ja. Und wir haben die falschen Schlüsse gezogen. Oh, echt? Aus dem Ganzen. Ja, wir haben keine, wir haben gedacht, einfach, das waren tragische Momente von jemandem, der gerade stirbt und nicht weiß, dass er, oder, ne, und hofft noch, dass er überlebt. Ja. Oh, aber stellte sich raus, der war in Wirklichkeit, jetzt brauchen wir fast gar nicht mehr Vollbild schalten, weil das Dramatische ist ja schon fast vorbei. Ey, du hast es komplett neu gestartet, was gut ist, aber es funktioniert nicht. Es ist komplett leer. Was sind das für Icons? Regie 1, Regie 2, ich weiß nicht, ob auf 2 oder 1. Sie hat das vorgetäuscht. Sie wollte sich abnabeln eigentlich vom Netzwerk. Also wie so eine, wie Agent Smith so ein bisschen in Matrix. Mhm. Ja, wollte ihr eigenes Ding durchziehen, hat aber wohl nicht geklappt. Sie wollte flüchten, also, genau. Sie war verwundet. Und hat das alles vorgetäuscht zum Teil. Also sehr, sehr verworren. Man muss dann teilweise wirklich nochmal alles sich nochmal durchlesen. So, das war der dramatische, ne, jetzt habt ihr es gehört. Nice. Geil. Sogar den richtigen auf. Ja. Direkt den richtigen getroffen. Kein Problem. So. Hauptgeschichte. Auch interessant, hier wird nicht. Die Hauptstory wird nicht. Es wird nicht gesagt, welche die Hauptstory ist. Das aktuelle Ziel ist immer Mainquest. Das habe ich auch gerade nochmal bestätigt bekommen. Also, aktuelle Ziel auf unserer Map ist immer Hauptquest. Ja, aber hier steht nirgendwo, das ist der Hauptstorystrang. Welche wollen wir machen? Mädchen in Pascals Dorf, Jean-Paul, Wüste, Anhängerin. Da waren wir vor kurzem. Verlorenes Mädchen. Die kleine Schwester einer Maschine zu finden. Auch wieder Wüste. Mhm. Beides in der Wüste. Die bitte Verwalterin. Finde ein Kästchen, das Musik macht, wenn man es öffnet. Naja. Ich glaube, ich hätte Lust, an der Mainquest tatsächlich weiterzumachen. Einfach, um wieder reinzukommen. Und dadurch, dass wir jetzt auch Ja, aber was ich meine ist, wir wissen ja nicht, welches Mainquest. Doch, die ist auf der Map immer als aktuelles Ziel drin. Also du musst einfach rausgehen und das rote Zeichen. Das ist doch die, die wir Okay, Entschuldigung. Ja. Ist das nicht die, die wir aktiviert haben, ist das nicht das aktuelle Ziel auf der Karte? Ja, aber das ist ja nicht die Mainquest. Doch. Wir machen sie ja zur Mainquest. Oder? Wir sagen doch, das ist jetzt die Mainquest und dann wird sie zur Mainquest. Oder meinst du, es wird die Mainquest und die Sidequest angezeigt? Wir können die doch auswählen. Also, was ist das? Okay. Das wurde ich weiß es doch nicht. Das ist richtig. Das ich weiß nicht. Ich gehe nun meiner der Quest hinterher. Ist das soweit okay? Ich hoffe. Ja. Ich muss drumrum gehen. AJ19J93 schreibt gerade, ich habe den Anfang verpasst. Wir resümieren nochmal komplett die letzten. Nein, der kann zurückspulen. Wir sind hier, es ist 2018, ja? Ja. Genau. Okay. Ich weiß, wo es lang geht. Vertrauen. Sehr gut. Sehr gut, Simon. Aber so ganz habe ich immer noch nicht verstanden. Auf den Baum hoch? Shit, das geht nicht. Und doch, geht. Ganz habe ich immer noch nicht verstanden, wie das mit den Quests nun funktioniert. Klar, dass die wichtigen sind natürlich die, die man oben in der Basis bekommt. Ist auf jeden Fall sehr komplex, ey. Das aber die Quest, die wir jetzt machen, das ist die in der Wüste. Und die kommt ja von einem der Vergnügungspark-Roboter und nicht von der Basis oben. Die letzte krasse Erfahrung, die wir ja gemacht haben, ist, dass die Aliens schon längst ausgestorben sind und nur noch die Roboter überleben haben. Genau, und die, unsere Kommandantin hat uns aber gesagt, dass wir mit große Raute, Entschuldigung. So. Unsere Kommandantin oben im Orbit hat uns aber auch gesagt, dass wir uns mit diesem Pascal zusammensetzen sollen. Das haben wir letzte Folge gemacht und der hat uns gesagt, jetzt zu diesen anderen geschickt. Ja, also mal gucken. Beide in haben wir nicht Futter? Wir hatten doch Futter, um die zu füttern und dann können wir die reiten, Alter. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ja, nicht den falschen Button. Digital nach oben oder sowas? Gab's da nicht? Oder unten die steht da nicht? Waffen. Da unten Gatling, jetzt bei Items. Stromfeste Salbe, ey. Nee, komisch. Okay. Aber ich weiß, dass wir über sowas nachgedacht haben, Tierfutter zu kaufen. Vielleicht haben wir es auch verkauft. Erweiterungsgegenstände, Unterstützung, vielleicht Materialien? Gucken wir mal. Tierfell, nee, das ist voll, sendet die falsche Message. Hier ist ein bisschen Haut von deinem Artverwandten. Ja, bitteschön. Riech dran. Kaputte Mutter. Ja, war das deine? Das tut mir aber leid. Hirsche essen, defekte Batterien. Pflanzensaat könnte ich mir natürlich vorstellen, aber ich nehme an, das heißt auch irgendwie irgendwas mit Futter. Unterstützungsgegenstände schätze ich, dass es da ist. Da Tierköder. Tierköder. Verwenden. Abgelegt. Ein Haufen glitzerndes Gold. Oder Proteine. Hier, keine Willen? Doch, da. Jetzt kommen beide. Oh, Wildschwein oder Hirsch. Und jetzt hin und zähmen. Nicht hauen, bitte. Ich ja, du tust jetzt so, als ob es einen Button gibt. Einfach nur draufhüpfen. Das reicht schon. Okay.
Und ab geht die wilde Sau. Jawoll. Boah, geil. Ja, weil sie reitet den wilden Eber, der gestünd sein Ziel verfolgt. Es für Support übrigens. This must be the commercial structure Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center. Jetzt reiten wir hier mit einer wilden Sau rum. Und wir sind tatsächlich auch richtig. Du bist gut geritten. Ja, und, aber ich habe gerade komm hier nicht mehr raus jetzt. Die Beziehung zwischen 2B, also unserer Hauptcharakterin und 9S, der ist zeigt immer wieder so menschliche Anzeichen so, ne? Und er hat gerade noch mal kurz gefragt, sag mal, wann willst du mich eigentlich Nein nennen? Also Vornamen. Und sie sagt, das ist alles. Warum so förmlich, ja? Und sie blockt das immer ab. Ja. Und wir hatten auch schon letztes Mal die Theorie, dass man vielleicht, wenn man einen Durchgang gemacht hat, was auch immer das bedeutet, wir wissen es noch nicht, dass man dann vielleicht in die anderen Positionen springt, also in die anderen Charaktere und deren Geschichte nochmal nachspielen. Ich habe auch mehrfach jetzt schon gelesen, dass wir das falsch interpretieren, dieses dreimalige Durchspielen. Natürlich ist es ja auch ein bisschen Teil des Mysteriums, dass wir nur wissen, irgendwas passierte, aber wir wollen ja gar nicht gespoilert bekommen, was passiert. Aber scheinbar sind wir da auch ein bisschen auf dem Holzweg. Die Tür geht nicht auf. Hier. Jetzt musst du nochmal auf die Map gehen, vielleicht sind wir doch falsch. Ja, wir sind zumindest in einem neuen Areal, was mich total fasziniert auch. Und ich glaube, wir sind hier nah dran, oder? Ja, das muss da sein. Das muss eigentlich hier irgendwo sein. Einfach mal. Danke. Ne? Kann ich dich noch füttern? Nee, brauchen wir nicht jetzt. Kannst du da die Treppe hoch und dann links? Also ist es vielleicht einfach eine Etage drüber? Gucken wir mal. Naja, wir werden es schon finden. Da ist verschlossen. Aber es ist sehr idyllisch. So macht Einkaufen Spaß. Ja, ich viel hasse, grün. Ich krieg Schweißausbrüche beim Einkaufen. Echt? Ja. Also nicht, so schlimm ist es nicht, aber so viele Menschen. Ich gehe nochmal hier weiter. Lass mal, wir könnten auch auf die andere. Also Ziel markiert ist rechts in der Ecke jetzt sozusagen. Da bei dem Wasserfall muss irgendwas Ziel sein. Du bist so zielgetrieben, Budi. Lass doch mal ein bisschen die Welt erforschen hier. Ist doch voll schön. Ja. Also, du willst jetzt unbedingt, du bist so ein Looten- und Leveln-Typ. Ne? Du bist kein Story-Spieler. Ja, aber ganz schlimm. Ne, das ist ganz aber auch schlimm. Du bist ganz wirklich jemand, du willst einfach nur, alles gib mir irgendwelche Werte, gib mir eine Zahl. Und lass mich die verbessern. Es ist halt wirklich so. Ich weiß, ich kenne dich. Aber ich will wissen, was ist hier so? Warum ist es hier so vergammelt? Ist nicht eigentlich ein Einkaufszentrum total geil, um Zuflucht zu suchen? Kann ich vielleicht hier runter? Bestimmt. Hinter einem Wasserfall ist immer was, Budi. Ja, es ist wirklich so. Viele Menschen, scheinbar auch in dieser Welt, haben halt Schweißausbrüche bekommen beim Einkaufen. Und haben sich dann einfach gegenseitig ausgeschaltet. Es endet in einem riesengroßen Black Friday wurde eine Black Week, ein Black Month, ein Black Year. Und am Ende war die Menschheit halt weg. Aber guck, jetzt geht es hier genau, genau das, was du eben angemerkt hast. Er will ein bisschen chatten und sie ist einfach, so wie du, Vernunft, effektiv getrieben. Sie und möchte was machen. Ja, auch das bist du, Bulli. Hast du zugehört? Wir müssen nein, Mann, weil 2000 Sachen hier parallel passieren. Ja, wir müssen nach oben. Ich weiß. Alter, das ist, sagst du mir jetzt nicht gerade ernsthaft. Alter, wie schnell bin ich denn hier wieder gestorben? Verletzt worden, das tut weh. Mein Herz schmerzt. Mein Herz schmerzt. Die einzigen, die noch shoppen, ey, die Roboter. Ja. Und jetzt? Was shoppen Roboter? Schrauben. Alles nur Schrauben und Öl. Aber ist das nicht eh Algorithmus gesteuert und das ist total lame, weil alle immer nur das Beste kaufen? Ich muss niesen. Gesundheit. Also sagt man Gesundheit, kann man das? Gesundheit. Alter. Ey, das irritiert voll, dass es hier Ecken gibt, wo ich nicht lang kann. Das nervt. Kleine Erholung. Oh Mann. Ey, im Ernst, sag mir mal, was ich jetzt machen soll. Soll ich die jetzt erstmal bekämpfen? Weil du hast gesagt hoch, wir kommen ja nicht hoch. Und die sind da unten. Ja. Also ich meine, warum sollen wir die nicht bekämpfen? Dafür sind wir doch da. Also sie kaputt machen. Das ist zack, zack, zack. Diese Action-Mucke, das heißt, wir müssen sie kaputt machen. Aber die sind... Alter, die nicht, echt aus, ne? Die sind echt nicht schwach, so. Für 10? Das ist nicht, holla die Waldfee. Also dann da gehe ich wirklich lieber so ganz pussymäßig. Schön immer aus. Von der Seite, genau. Und irgendwie, ha! Ich habe mir auch ein Video reingezogen. Energie brauche ich. Moment. Ich habe ein Video reingezogen und das finde ich echt geil. Das würde ich gerne ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ich werde das nochmal üben tatsächlich. Du kannst. Nia hat ein sehr cleveres Pairing-System. Oh nein! Also sowohl einfach durch das Austauschen, aber auch durch verschiedene Waffen kannst du halt unterschiedliche Konter fahren. Und das fand ich echt interessant. Ah, jetzt habe ich dich doch fast. Nice. Ich will den aber mit meinem
Schwert finishen, verdammt. Ich versuche doch gerade nur... Oh Gott. Du machst das richtig gut, Simon. Check this guy. He's just running away. Haut der ab, guck mal. Die feige Sau. Ich habe gedacht, er zeigt jetzt den Weg, leider nicht. Nee. Ja, ich habe auch gedacht, man kann ihm vielleicht folgen und er führt uns zu seinen Buddies oder so. Das wäre, also das finde ich irgendwie schön, dass der nicht kämpfen will. Ja. Irgendwie möchte ich ihn jetzt eigentlich auch nicht bekämpfen. Ja, aber der müsste doch schon die Waffe ablegen, schon. Oder? Ich meine, die Waffe müsste eigentlich mindestens. Ja, aber was ist denn, wenn er nicht in Ruhe ist, aber okay. Die Bauer haben ihn halt zu einer Kampfmaschine gemacht? Und er hört die ganze Zeit die Stimme: töte sie. Und er kann es aber nicht tun, er will es nicht tun. Ja, er will es nicht. Na gut, dann lasse ich ihn in Ruhe. Aber seine Kampfmucke soll er mitnehmen. Töten, alle schreien töten. Wann spielst du Call of Cthulhu in After Dark? Sehr, sehr bald. Ich habe ein After Dark, ich glaube, heute läuft es, morgen, übermorgen habe ich aufgenommen, gestern. Und das nächste ist Call of Cthulhu. Sunken City oder was? Oder Sinking City? Ne, es gibt zwei. Ich glaube, es ist das offizielle, größere, was wohl sehr ruhig ist. Also erwartet keine Action. Das wird auch, das dauert lange, bis es anfängt. Es geht sonst nicht weiter, also wir müssen... Schau mal! Ja. Okay, das Spiel hat entschieden, ihn einfach sterben zu lassen. Okay, es war wohl wichtig, aber schön, dass wir uns entschieden haben, ihn leben zu lassen. Ich finde es gut. Ne? Wir moralisch sind wir... Hey, where am I? What's that? Hey there, guys. What's up? This thing's weird, Tubi. Let's kill it. Wait, what? No good idea. No! Ja, wie schnell. Okay, what was that? Hinter dem Wasserfall. Es ist halt einfach der Entwickler. Der Entwickler hat in allen Videos hat er diese Maske halt auf. Okay, er ist da links durch das Tor geprallt. Da habe ich jetzt irgendwie gar nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Im es Kopf ist. Im Kopf ist. Looks like the forest is just ahead. Ist ein bisschen die Frage, ob in jedem so ein Kopf drin ist. Ja, das fragt man sich jetzt direkt, ne? Kriegt man direkt ein schlechtes Gewissen. Aber man hat ja eh schon... Ich so nicht! Ich habe keine in dem Vergnügungspark einfach... Ich bin nur auf Zahlen diese aus. Diese Vergnügungspark-Geschichte, die wird mir noch lange, ne? Das ist doch nur ein Vogelschiss auf der Simon Kretschmer, in der großen Simon Kretschmer-Geschichte. Das stimmt natürlich. So. Waldgebiet. Das erinnert mich mega an Shadow. Ja, diese Brücke. Wie heißt nochmal das? Guardian. Last Guardian. Fucking! Better keep your guard up. I'm aware of how to fight. You just be careful. I will too be. Cooles Setting, ne? Ich mag das, dass es so Höhenunterschiede gibt, so deutliche, ne? Das ja, echt, man hat viel besseres Gefühl für, oh Gott, wir befinden uns in einer großen Spielwelt, wenn es halt auch vertikal aufgebaut ist. Es ist ja ein relativ vergleichsweise älteres Spiel jetzt, aber kann immer noch gut überzeugen. Ich meine, bis da hinten, ne, man weiß wahrscheinlich, bis da hinten kommen wir auch noch. Die Mucke wieder. Es ist aber auch gut stilisiert. Ist klar, man kann jetzt über Texturen irgendwie meckern oder über die Fülle der Welten oder. Aber ich finde, es ist gut aufgesetzt gerade. Finde ich auch. Ja. Das wird sich auch halten. Ich meine, der wird sicher bald vielleicht nicht, aber irgendwann auch ein Remaster geben, wieder mal. Das wird eh alle Spiele. Das ist ja schon das Remaster, dann. Ne? Das ist die Xbox-Version, die wir spielen. Oh, du hast recht. Das ist ja schon die God. Become God as God. Ja, aber ich meine jetzt ein Remake, nicht ein Remaster. Ah, sondern genau. Wir werden auch noch mal irgendwann ein Remake erleben, ganz sicher. Oder ein Sequel oder ein Prequel, irgendwas. Ich fand es ganz interessant. Es ist ja ein inoffizieller Nachfolger zu Nier. Das ist Nier Automata und dieser. Ich habe einen Namen gelesen, Emil scheinbar. Wurde ich vielleicht ein bisschen gespoilt. Scheint wohl auch ein Charakter aus dem ersten Nier zu sein. Oder zumindest gibt es da Verbindungen zu. Schau mal. Oh, die sehen aber geil aus. Wir wollen Ärger, Alter, oder? Mount, ey. Wir wollen richtig Ärger. Ja, 20. Alter. Die haben richtig Formation. Ja, wie Römer. Ey. Nein, Römer, spartanische Römer. Ja, hören Sie auf. Ich kam doch gar nicht raus mehr aus der Stampede. Scheiße. Du bist dran. Was? Aber ein namenloser, was? Starb in einem leeren Schiff.
will die Nachricht ändern. Wie kann ich die ändern? Oben, ja. Das ist hier abgefahren. Warum überhaupt kann man das machen? Ich glaube, das ist, wenn andere Leute unsere Leiche sehen, Schiene. Dass sie das da lesen. Spürte das verhöhnte die Kraft des Feindes in einem. Es ist alles so ein Quatsch, ne? In einem. Okay. Das ist es jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Eine verkleidete Maschine verhöhnte. Entschuldigung, ja, ich wusste nicht, dass du es vorlesen willst. Ja, scheiße. Die Vorleser irgendwann gerne mal wieder. Ja, verlesen, irgendwann. Ja, ja. Verlesen, nicht die Vorleser. So, Simon soll ausweichen, spammen. Das wird sich gemerkt. Ich gehe da aber auch noch zu verspielt ran. Man könnte natürlich, ich will ein bisschen was bieten, ich will Nahkampf bieten, obwohl da wahrscheinlich Fernkampf besser gewesen wäre. Oder, oder einfach S9 oder wie heißt machen lassen. 9S. 9S, ja. Ah, spannend. Genau, im Chat, im Twitch-Chat wird das auch nochmal gerade erklärt. Also man kann Leichen, also unseren Leichnam finden und den bergen oder reparieren. Es gibt so eine Netzwerkfunktion. Ist jetzt auch nicht steht's ja auch, super innovativ, genau. Damit hat man so eine Art nachgelagertes Multiplayer-Feature, so ganz rudimentäres. Ja. Dankeschön für den Tipp. Das ist keine Ladezeit. Naja, wir haben gerade alle so auch gewartet, ne? Wir haben ihn gelesen. Ich nicht. Wir haben vielleicht nicht richtig. Oh ja, Leicheberg nicht vergessen, sonst sind die ausgerüsteten Chips weg. Dankeschön, Black Revi. Das wäre schlecht. Ja, tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst. Ach ja. Wo waren wir denn? Wo sind wir denn gestorben? Oh nein, oh nein, an einer Stelle, an der wir gelandet wären. Ich hoffe nicht, dass wir den ganzen Weg zurück. Ja, aber du musst ja eh da. Es geht ja da weiter. Wir müssen ja mit wir müssen da aber wieder hin. Das ist das genau, Problem. Okay. Aber das heißt, wir verlieren keine Zeit oder so. Wir müssen da ja hin. Ja. Das ist gut. Rudimentär, das gefällt mir. Das ist ein schönes Wort. Ich weiß noch nicht, was es heißt. Rudimentär. Ja, aber rudimentär, was könnte das heißen? An der Maschine den teleporten. Ist eine was? Eine gute Idee. Ah, okay. Wollen wir das lieber machen, oder? Ich guck gerade, ob es da einen Teleporter gibt, der in der Nähe ist, weil ich glaube nämlich fast nicht. Ah, so, ja, das könnte. Ach, du kannst auch hinlaufen, aber. Pascals Dorf, da müssen wir hin. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie wir überhaupt da hingekommen sind, ehrlich gesagt. Alter, sind wir so weit weg, oder was? Ja, okay. Ich glaube. Ja, da. Ja. Okay, da wäre Teleport auf jeden Fall besser. Ja. Mach mal einen Teleport so nah wie möglich ran. Ja, okay. Kann ich das von hier machen? Nee, kann ich nicht. Na gut. Okay, auch erstmal wieder reinfinden. Ja, das ist aber auch okay. Du hast ja jetzt gerade zum ersten Mal das Pad. Mann, ärgert mich ein bisschen, dass ich uns jetzt so zurückgesetzt habe. Ich hätte einfach mehr, ne? Ich habe auch leider nicht gecheckt. Das, weil wie genau hast du es gemacht? Ich wollte es die ganze Zeit machen. L1, ja. Aber ich raff gerade nicht, wie. Ich habe die ganze Zeit L2 gedrückt und dann visiert er die so komisch an. Und Mann, das ist beim nächsten Mal, das wollen wir ja jetzt besser machen. Wir wollen regelmäßiger spielen, auch damit wir reinkommen. Ich glaube, Pascals Dorf ist als nächstes dran, hatte ich gerade ausgemacht. Aber von dort komme ich da weg? Ach du, ja, ich glaube ja. Ich meine, das wäre in der Nähe gewesen. Ja, probier's mal aus. Ja. Kabel. Genau, das Spiel ist recht hart. Wenn ihr sterbt, landet ihr beim letzten Speicherpunkt, den ihr angelegt habt. Keine Checkpoints. Fuck, haben wir gerade gemerkt, ja. Fuck. Ruinstadt nach. Ah, ja, das hätten wir echt alles. Beim nächsten Mal müssen wir es besser machen, ja. Ne? Echt besser. Ja. Und dann sollten wir vielleicht auch mal gucken, ob wir die Chips überhaupt für die besten eingesetzt haben bisher. Ich weiß gar nicht. Wir haben letztes Mal ein bisschen rumgefummelt, oder? Mit den Chips. Ja, wir haben die schon optimiert. Vorletztes Mal. Für uns erstmal optimiert. Aber es ist wirklich komplexes Thema. Deswegen haben wir es auch besprochen. Jetzt gerade finde ich es ganz gut, um auch wieder reinzukommen, dass wir die Hilfe des Chats da haben. Dankeschön. Wir haben auch gerade hier den Tipp bekommen. Du hast dich gerade dran. Achso, okay. Ich weiß, aber ich bin falsch gesprungen sozusagen. Okay. Und von Pascals Dorf kommen wir da scheinbar nicht hin. Deswegen ist es ganz gut, ja. Eine rudimentäre Spielweise bedeutet, dass die Spiele sich mehr auf blanke Zahlenwerte als auf die Tiefe oder Story eines Spieles konzentriert. Das finde ich sehr schön. Long John the Silver. Sehr schön. Der YouTube-Chat, auf den ist Verlass. Budiman elektronische Würfel GmbH. Ja. Ja. Nicht schlecht. Das wäre man. Ich würde wirklich gerne Spielsachen herstellen. Das kannst du ja, du bist ja noch jung. Ja, tatsächlich. Wenn du weniger rauchst, kannst du das irgendwann machen.
Ich würde gerne, bis zu Weihnachten hätte ich gerne so einen buschigen Bart. Aber das haut nicht mehr hin, ne? Das haut nicht mehr hin. Nee, das sieht schlecht aus. Ich bin mehr im Moment noch mehr so Modell arbeitslos oder nee, obdachlos, wollte ich sagen. Mehr Modell obdachlos als Santa Claus. Obwohl, wer sagt denn eigentlich die Länge des Bartes von Santa Claus? Ne? Wer bestimmt das denn? Warum muss das ein buschiger Bart sein? Kann das nicht ein bisschen so ein assiger, ranziger Fusselbart sein? Kann auch ein oder so ein asiatischer, halt so ein Ding halt. Ne? Ich weiß ja nicht, das ist ja nichts. Das ist ja noch schlimmer als... Da ist nichts, nee, da ist nichts, nee. So, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Oh, super Move hier, dieses seitlich Dashen, das sieht super aus. Ja, kannst du auch wirklich die ganze Zeit gedrückt halten, ohne dass es auf die... Oh. Ah. Was? Was zur Hölle passiert? What was all that about? No idea. Spielen die Kinder? Der hat ja, so eine Latzhose an, ne? Ja, vielleicht ist es die Schwester von irgendwem. Ach ja, abgehauen, der ist ins Loch rein. Ja, aber ich komme da nicht hin. Ja, das geht nicht. Da komme ich auch nicht hin. Da muss ich wohl mit der Kollegin hier. Ja. Aufgabe. Ah, ihn finden. Entschuldigung, darf ich fragen, was gerade passiert ist? Sag mal, ja, ein Streitgespräch mit meinem Kind. Der Junge wollte nicht auf mich hören und ist jetzt weggelaufen. Weil weiß wohin. Ich will ja selbst gehen, aber allein könnte ich da drauf. Natürlich helfen, ne? Helfen, ja. Aber wir machen es nicht gleich. Das ist auf der Liste ziemlich weit unten. Familienstreit. Du, laut Chat bist du falsch. Oh. Also du bist gerade über eine Brücke und die meinen nicht über die Brücke. Kann das sein? Ja, dann hier ist auch tatsächlich das Walddorf. Also passt. Das ist natürlich jetzt immer 20 Gott, Sekunden verzögert. Ne? Dadurch weiß ich nicht genau. Aber wir kommen dahin. Ja, nee, ich wäre zu Pascals Dorf gerannt, tatsächlich. Wird Simon Larry fortsetzen? Ja, ich glaube sogar schon diese Woche. Du hast geschrieben, ich weiß, wo es lang geht jetzt. Da ja, diese Brücke müssen. Glaub ich dir. Ich wollte dich was fragen. Ja. Du bist ja bekannt dafür, dass du eine very British accent hast. Oh, indeed. As a child, eh? It's surprising to see them form familial units like that. I wonder if they'll let us examine their brain circuits if we bring the kid home. Your scientific curiosity is getting out of hand, 9S. Joking, I'm joking. Mostly. Roboter machen keine Jokes. Ja, ich kann mich auf jeden Fall viel mehr mit ihm identifizieren. Alter, was geht ab? Seht ihr das? Hallo? Oh, so eine dicke Maske. Ach, der sieht ja geil aus. Es ist keine Maske, es sieht nur so aus, als hätte er so eine... Der sieht toll aus, ne? Schönes Design. Aber der kann ordentlich zuhauen, da wäre ich vorsichtig. Ich bin einfach durch und durch geschlüpft, weil ich will einfach nur... Bewacht der das? Kann das sein? Kann sein, ja. Warum war der denn vorhin nicht da? Naja, wir suchen unsere Leiche. Du wolltest Leiche. Irgendwas mit British Accent sagen. Ja, und zwar wollte ich fragen, Leisure Suit oder Leisure Suit, Larry? Leisure. Oder? Weil ich habe nämlich selbst Leisure der... Suit, Larry. Das Lustige ist, im Spiel haben sie auch zwei verschiedene Aussprachen, habe ich gesehen. Ja. Und ich kam mir vor wie ein Depp, weil ich das, weil ich dachte, oh, du hast das immer falsch ausgesprochen. Aber ich glaube, Leisure ist tatsächlich amerikanisch. Englisch. Oh, Vorsicht, das sind die, ne? Ich weiß, ich will nur... Du musst jetzt nicht antworten. Kämpf lieber gut und dann... Sonst sind alle böse auf mich, dass ich dich abgelenkt habe. Ich muss nur versuchen, wo unser Leichnam ist, weißt du? Oh, deswegen, ja, mach du mal... Du weißt, wie du in die Energieleisten-Menüs kommst. Aber ich versuche bitte mitzuhelfen, weil irgendwo sind wir hier gestorben. Ja, aber da, ich kann es dir echt nicht sagen. Warte mal, es ist doch hier, wird doch angezeigt auf der Karte. Ja. Ich nehme an, dass das ist. Ja, da links, da liegt es auf dem Stein. Ah. Oh. Körperbericht. Bergen, ne? Ist richtig, oder? Ja. Moment, das ist eine spannende Geschichte. Was ist da wohl passiert? Oh, eine verkleidete Maschine verhöhnte die Kraft des Feindes im dunklen Loch unter einer Stadt. Ich weiß nicht, was der Künstler da sagt. Oh, ist das schwer jetzt. Guck mal. Ein Poet. Ja, das ist aber schwierig zu deuten jetzt. Guck mal. Weil, was stecken da für verschiedene Schwerpunkte drin in diesem einen Satz? Also, Maschine. Sie hat sich verkleidet. Hohn, was bedeutet Hohn in dem größeren Kontext? Kraft, was ist Kraft in diesem Sinne? Was bedeutet die Kleidung? Für eine Maschine. Ist vielleicht der Hohn nicht selbst Feind des Loches? Das dunkle Loch verhöhnt unter einer Stadt die Kraft der verkleideten Maschine. Ich glaube, ich habe es entschlüsselt. Ist das das Richtige? Bergen? Ja, ich glaube, ja. Reparieren bedeutet, sie läuft mit uns mit. Das wollen wir nicht. Wir sind unique. Wir wollen uns nicht doppelt. Oder doch? Wir verlieren trotzdem die Chips, oder?
Ja, Bergen ist richtig. Bergen ist richtig jetzt, glaube ich. Aber also geil wäre doch auch, wenn wir mit uns selbst. Was sagt denn er dazu, wenn plötzlich zwei derselben? Was denn? Dann kann sich ein S nicht entscheiden. Wen soll er denn jetzt? Ich würde das mal probieren. Wen soll er denn jetzt? Vielleicht ist es aber auch ganz geil für ihn. Ja, also weil ich würde es feiern. Ich hätte jetzt wirklich kein Problem damit. Die Frau, die er offensichtlich mag, ist jetzt halt doppelt vorhanden. Das ist ja soweit. Aber ich frage mich halt, wahrscheinlich er nimmt sie nicht wahr als eine Kopie, oder? Er würde sie behandeln wie ein NPC. Ja, wir werden es beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir es machen, okay? Ja. Das nächste Mal, wenn wir wissen, wir brauchen die Chips nicht mehr, dann werden wir es machen. So, also, es gibt nämlich jetzt gerade einen sehr guten Tipp bekommen, Autoheal. Und ich weiß gar nicht, ob wir Autoheal haben. Das ist nämlich sehr angenehm für unsere Kämpfen, dass wir automatisch heilen, oder? Ja, hätte ich gerne an. Ich habe gerade gemerkt, dass es nicht an ist. Oh je, ey. So, was wäre das? Unterstützung oder Optimieren? Unterstützung wahrscheinlich, ne? Ausweich, Auto, Rache, nee, Autogegenstand 1. Ja, Moment, ist es das nicht, Autogegenstand? Benutze Heilgegenstand. Heilgegenstand. LP, nee. Wieso? Hä? Ist automatisch muss es sein. Benutze Heilgegenstand bei LP unter 30% halt. Ach so, wenn man unter 30% haben wir ja drin, haben wir ja tatsächlich drin, sogar doppelt. Ja, stimmt. Ja, komm, dann kämpfen wir jetzt einfach. Warum haben wir denn echt doppelt? Stackdown, glaube ich. Glaubst du? Das ist, ja gut, wir müssen aber gucken, was davon stackt und was davon eigentlich Verschwendung ist. Von Slots. Das sind ganz schön viele. Siehst du auf der Karte, was da los ist? Ja, Alter. Ich würde die jetzt... Oh, weil ich merke, lieber Chat, wir haben kein Quote von Trant. Da muss man eigentlich mal reinschreiben, Lob ist wie ein Medipack, dass zumindest mal ein Zitat von Trant drin ist. Aber das kann ja wohl nicht sein. Der ganze Spinny-Song könnte eigentlich als Zitat von Trant drin sein. Alles rein. Sollte auch alles rein. Ich mag diesen Quote. Alter, nice, wie das hier aussieht. Ein Schloss! An Orlando oder was? Mein Gott, jetzt kommt ja hier mit der Dark Souls-Referenz um die Ecke, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Jo, Eddie, wenn Eddie dir ungefähr 4000 Jahre auf den Sack damit geht, dann... Irgendwann bleibt was hängen, ob du willst oder nicht. Geil finde oder das nicht. Das ist wie hier Passivrauchen. Da habe ich tatsächlich... Passivwissen. Es ist eigentlich auch so schlecht, aber da habe ich aufgehört zu spielen. Also es ist eigentlich so lächerlich, aber genau... Da habe ich beim ersten Mal aber auch aufgehört. Genau da hab ich aufgehört, weil ich habe gedacht, mir genauso. Alter, das ist so vorgeschwängert mit jetzt geht's erst richtig los. Und dann und du kriegst ja auch ständig auf die Fresse. Du gehst in alle Richtungen, kriegst irgendwo am Ende auf die Fresse und weißt überhaupt nicht, wo du eigentlich hin sollst. Ey, die sind doch so schwach, warum sollst du die jetzt killen? Also ich will tatsächlich erstmal weiß, wie er die auch antreibt. Du hast gerade seine Machtposition gestärkt, weil aus seiner Sicht haben sie dich vertrieben. Sind geflohen, ja. Ja, das war gut. Sehr gut gemacht. Das ist wie wenn du dich an die Autobahn stellst und das Gefühl hast, du vertreibst die Autos. Der Feind ist unter uns. Du kannst, glaube ich, auch in diese Dinger rein, in die Träger. Hab ich gesehen, aber... Oh, komm ich da rüber? Da muss ich hier nicht, ne? Das macht mich ein bisschen kirre, dass man die ganze Zeit hört, weil ich denke immer, die sind hinter mir, weißt du? Vom Chor verfolgt. Ein Schicksal. Ein Künstlerschicksal. So, komm ich da jetzt rüber? Das ist auch na, links könntest du vielleicht... Nee, da kommst du extra nicht hoch. Doch, doch, da. Nee. Dann ist das auch kein Weg, glaube ich nicht. Naja, aber das sieht so aus, ne? Findest du nicht, dass man da durch kann? Na, wenn du da hoch könntest, könntest du da durch, ja. Aber wenn sie dich vielleicht lassen... Dann muss ich diesen Leap of Faith hier machen wahrscheinlich. Boah, ich weiß nicht, Mann. Echt? Ich meine, wir müssen da wieder hinlaufen, ne? Ja, ich kann nicht speichern, aber jetzt wissen wir ja, wo wir sind. Also jetzt wissen wir ja, wie es geht sozusagen. Weil ich die Frage lese, ob ich Bock habe auf Nioh. Ja, auf jeden Fall, aber ich freue mich natürlich auf Nioh 2 und auf die anderen genau, Ghost of Tizuna. Mhm. Also es sind drei Samurai-Dinger, auf die ich mich freue. Eins davon muss doch für mich passen. Komm, ja, siehst du? Nein. Dieselbe Scheiße. Nein. Müssen wir jetzt nochmal machen. Nee. Okay, pfiff. Das ist doch egal. Das ist ja lächerlich. Warum sterben wir denn hier jetzt nicht? Laut Chat ist hier irgendwo ein Speicherpunkt. Versteckt. Oh, warte, echt? Ja, gut, dann muss ich den finden. Das Ghost of Tsushima. Ja. Oh, ist das schön. Ist das wunderschön. Ist er vielleicht hinter diesem Wasserfall versteckt? Das Königsgarde. Es ist eine... Immer!
hinter jedem Wasserfall. Das ist ein Naturgesetz in Videospielen. Das ist so wie dieses 3- oder 5-mal den Endgegner treffen. Ja. Es ist einfach 3 Phasen, es ist einfach ganz organisch. Alles geht ganz organisch ineinander über. Die ganzen Regeln. So. Hier rüber, gut. Oh, das sieht aber nicht richtig aus. Doch, okay. Ja, ich sehe hier nur so einen roten. Ach, du läufst nach Karte, ja, dann da. Oh, das passt. Du bist irgendwo sehr richtig. Ich will nicht kämpfen. Ey, Alter. Der will uns ja eigentlich nur vertreiben, oder? Ja, ich weiß, aber. Aber Alter, der ist richtig hart! Ja, auch Stufe 30. Okay, aber ich nehme an, du kannst ihn storytechnisch betäuben. Du brauchst Energie. Und zwar jetzt. Digital unten und dann B. Sehr schön. Kannst du dir die Wildsau nicht schnell zum Freunde machen und dann. Nee, die kämpft sogar mit. Shit, shit, shit. Ich kann nicht wegdashen! Sehr gut, sehr gut. Auf wie ey, der schnell hat gar keine Chance gegen den. Wirklich nicht. Ja, der verliert auch gar keine Energie. Vielleicht musst du seine Sau töten. Vielleicht kannst du ihn damit treffen. Ja, guck mal, die Sau. Ja, ja, das ist sein außerdem auch sein Liebespartner. Nachts, wenn es dunkel wird, dann schnappt er sich die Sau. Und die Sau kann niemandem was erzählen, weil die kann beim Amt überhaupt keine Anklage und sowas ausfüllen. Die Sau ist ihm völlig ausgeliefert. Deswegen musst du sie, siehst du, du musst ihr zusetzen. Du musst sie alle machen und du musst aber überleben. Der Stein hat dir überhaupt nichts getan. Die Sau ist das Problem. Alter, das sind ganz viele Leichen. Uli! Ja. Wir können hier nicht gewinnen. Hast du gesehen? Ich habe so gedasht im richtigen Moment und dann ist er so nice weggedasht. Jemand sagt, wir sollen ihn nicht töten. Nein, aber was sollen wir ja machen? Der sieht auch nett aus. Ich muss weg! Aber die Sau kannst du töten. Nein, ich will die Sau nicht töten. Ist nur ein Schwein. Nein, ich muss sie irgendwie weg. Alter, ist das krass. Oh. Na gut. Mit der Sau stirbt die Quest. Na gut. Aber du bist wohl falsch. Ja, scheinbar. Das war mir viel zu aufregend gerade. Ohne Scheiß. Ich wollte eigentlich nur einen Teleporter und einen Safe-Spot finden. Aber. Glaubst du, die 3 Würmer, die ich getötet habe, die waren in Wirklichkeit auch irgendwie die 3 heiligen Würmer mit der Main-Quest, die einem irgendwie die krasseste Rüstung. Hundertprozentig. Ja. Man bedauert hier mittlerweile nach dem Vergnügungspark, fängt man an, alles in Zweifel zu ziehen. Das ist ja, was. Oh, Alter! Der König! Das ist der König, Mann! Ja, fuck off, Alter. Warum machst du eigentlich den König nicht platt? Ja, soll ich den König platt machen? Ich weiß es nicht! Ich kann überhaupt nicht mehr. Im Moment versuche ich einfach nur diesen Safe-Spot zu finden und. Wir sind fast beim Safe Point, meint der Chat. Das ist ein Eber. Oh, hier die Mönche. Da sind sie nicht. Ich versuche einfach nur diesen Spot zu finden. Dein ganzes Leben hast du nur für diesen einen Moment gelebt. Für den Waldkönig. Waldkönig! Kämpfe für ihn, zeige keine Furcht. Oh! Schön, dass du aber immer noch versuchst, vielleicht. Geht's unten ja weiter. Es ist ein Trauerspiel. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Harald Eber. Es ist lustig. Harald Eber würde darüber. Ja, aber der würde darüber lachen. Der okay, guck mal, was ist denn hier drin? Lachen. Nix. Nix. Termiten. Ja, oh, glaubst du, Termiten haben ja das Wort Mieten. Ja. Die mieten sich quasi den Baum. Die wohnen zur Miete in dem Baum, die Teers. Da kommt das her, meinst du? Das Wort, ja klar, die heißen also eigentlich Teer. Historisch nur weil man die. Du triffst die halt nur, wenn die zur Miete wohnen. Ja. Deswegen heißen die Teers Termiten. Oh, das ist schlau, Simon. Ah, ja, das ist so viel Intelligenz gerade, die sich mir gerade eröffnet hat. Ja. Da muss ich erstmal zurücklehnen. Stalagmiten? Stalagmiten hat auch damit zu tun. Das ist alles dieselbe Familie. Stalagmiten, ey. Ach Gott, das ist schon wieder so lustig. Ach ja. Ich lache. Eieiei. Ich lache manchmal. Auch in mich hinein. Weil wir auch lustig sind, Simon. Wir lachen. Weil wir freuen uns über uns selbst. Auch, ja, es ist ja auch eine schwierige Situation. Wir wurden auch gerade fast vernichtet. Da siehst du. Es ist alles ganz einfach. Ein Speicherplatz. Weil auf der Map ist doch alles da. Aber wie sieht es denn eigentlich auf der Map aus? Ey, der kleine rote Punkt.
Okay. Ey, du hast schon wieder nur, du machst das. Halbe Energie. Ja, aber diese Eva soll mich einfach mal in Ruhe lassen, ey. Ich hab nicht, ich will gar nichts von, ich will dich nicht essen, ich bin ein Android. Ja, während die Menschen noch auf der Erde, dann eventuell. Alter, die sind aber auch hart. Ihr könntet eigentlich auch friedlich koexistieren. Willst du vielleicht das wirklich Futter benutzen mal oder so? Ich will, die lassen mich nicht. Ich will eigentlich nur diese Maschine da aktivieren. Oh. So, jetzt Karteninformation freigeschaltet. Geil! Schnelles Speichern, ja! Auch die aggressive Art, in der du das alles bestätigst, gefällt mir. Weil diese Wildsäue mich wahnsinnig gemacht haben. Da, guck hier. Ein leichtsinniger Soldat gewann fast während des entscheidenden Kampfes. Nicht so kreativ, wie das, was du gemacht hast. Ja, aber es ist ja wirklich schon, also gewann fast, verlor sehr sicher. Das ist irgendwie klar. Er hat trotzdem nicht, er hat es nicht geschafft. Nee. Tu es oder tu es nicht. Ich überlege tatsächlich, diesen Dash auf eine andere Taste zu legen. Naja, aber warum? Weil, was weil brauchst du kannst schießen, ist auf R1 und Dash ist auf Trigger. Und der Trigger könnte vielleicht tatsächlich auch. Ich mach's mal so, dass ich wirklich den R2 einfach die ganze Zeit gedrückt halte. Weil ich sehe keine Ausdauerleiste, wo der sich irgendwie entlädt. So. Aber das war gut. Haben wir schön gemacht. Ja, finde ich auch. Jetzt müssen wir endlich mal zu der Raute. Genau, jetzt machen wir das auch. Jetzt gucken wir, suchen wir uns einen Weg aus. Ich bin gerade eben sehr dumm gescheitert. Kurz vorher. Irgendwo muss es einen Weg geben, wie wir auf die andere Seite kommen, nämlich zu diesem Schloss. Das ist die aktuelle Aufgabe. Wie kommen wir jetzt darüber? Ich springe auf diesen Stein. Da kommen wir nicht rüber. Das ist eine unglaubliche Schlucht hier. Und aber gerade diese Brücke sein da. Es gibt nur diese Brücke. Da muss ich hin. Ja, aber auch da ist der Wasserfall dazwischen. Aber ja, probier's doch mal, ob du da hochkommst. Der Weg scheint wohl auch schwierig zu sein. Also man. Ah, gedrückt halten bringt nichts. Immer wieder drücken, um auszuweichen. Genau. Das war mir so noch nicht bewusst. Ich glaube, da sollte ich jetzt nicht springen. Hier. Aber dann spammst du ja eigentlich echt nur R2 die ganze Zeit. Oder dann. Ah, warte mal, war da was? Wirkte wie. Da war so ein Symbol, siehst du? Doch. Oh ja, tatsächlich. Irgendwas. Ein Kistchen. Geht nicht auf, ne? Ja. Geht nie auf die. Doch! Wir wissen nicht, was wir erhalten haben, aber das hat ausgestellt haben, leider. Ah. Ja, wir brauchten die Slots, nehme ich an. Okay, nein, wir können nicht von hier darüber fliegen, Bulli. Ich habe gedacht, wir probieren es einfach mal aus. Da war auch eine Kiste, aber ich kann mich auch ändern, Simon. Ich muss nicht alles looten. Ich kann auch hinter. Man kann auch was liegen lassen, ich ja. Ich kann auch mal versuchen. Du kannst ja auch nicht alles looten. Meine also sowas nimmt man mit. Looten. Man kann schon, wenn man will. Wenn man ich wette, das respawnt sogar hier. Oh. Was war das? Das war der zum richtigen Zeitpunkt gedasht. Oh, hier rechts liegt auch noch was. Da, Entschuldigung. Ja, auf der anderen Seite der Brücke. Aber auch unten. Hm? Ja, gut. Hier, oder? Nee, ich wollte dich jetzt auch nicht weiter verwirren. Geh doch einfach über die Brücke. So wie du es geplant hattest. So, und hier jetzt rechts runter. Rechts, nein, davor. Davor, vor dem Ende, am Fuße der Brücke, jetzt links. Da! Geil, danke. Hat sich sicher gelohnt. Mit dem Adlerauge. Der glitzernde Dinge sehe ich. Ich habe so ein bisschen diesen Dark Souls-Blick, weil da, tatsächlich sieht es ein bisschen ähnlich aus, wenn in Dark Souls irgendwo was liegt, weil da immer diese Seelen, der Schein so da ist. Und da ist man total fixiert drauf. So, jetzt müsste ich richtig sein, glaube ich. Hoffe ich. So, ist es, alles klar, richtig. Gerne nochmal eine Aufforderung. Ihr könnt wirklich gerne Ideen für passende Last Call-Formate. Hier ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, unter dieses Video als VOD das irgendwo drunter zu schreiben, was euch noch so vorschwebt, welche Spiele man. Also ich hatte zum Beispiel überlegt, Subnautica. Aber das ist ja eigentlich Seemonster, ne? Das ist ein bisschen. Aber ich würde gerne Subnautica zum Beispiel spielen. Bis ihr alle keinen Bock mehr habt. Gerade hat 9S eine Frage gestellt, ein bisschen random irgendwie, aber wie könnte eine Maschine das Konzept von Loyalität verstehen, hat er gerade gesagt. Und die erste Frage habe ich aber. Naja, weil für Loyalität ist doch eigentlich wie ein Befehl. Achso, wegen den Königen, ne? Für den Waldkönig, darum geht's. Ach so. Ja. Na, wenn du eine Maschine einprogrammierst, dass sie das Leben opfern soll für jemanden, dann macht sie es, weil es einprogrammiert ist. Ist das der Inbegriff von Loyalität? Nee, Loyalität würde ich sagen, ist wissentlich sein Leben und seine Existenz wissentlich aufs Spiel setzen, aus freien Stücken, weil man an das große. Ey, ich bin hier gerade an philosophischen
Egal. Weil man an das große Ganze glaubt. Oh, oh. Apropos das große Ganze. Alter. Gott, viel Spaß. Ich bin froh, dass ich hier nicht aktiv werden muss. Ey, die können ja nichts, die Kleinen. Aber der Große. Achtung. Achtung. Ich will versuchen, wegzuspammen. Es geht nicht. Du kannst aber auch nicht immer einfach davon ausgehen, dass ein Buttondrück alles löst. Du musst auch ein bisschen aktiv ausweichen. Ja, ich muss diese Fußfesseln erstmal. Genau. Ah, hier zum Beispiel musst du weg. Boah! Eieiei. Boah, Alter, was geht ab, ey? Hör doch mal auf, Junge. So, eine Fußfessel ist weg, ist gut. Sind beide weg? Ja, ne? Hat auf jeden Fall einen Effekt hier, dass ich den... Oh Gott, ein oh Gott! Oh! Ja, Rotz. Riesen Rückenlaser. Ey, das ist so schön animiert, diese Technik. Diese Cyberpunk-artige Technik dahinter. Noch mit Wucht und... Ja. Und pneumatischen Funktionen. Aber gleichzeitig hat sie ja auch diesen, ne, es ist diese alte, rostige Rüstung. Das ist ein Mix aus Steampunk, Fantasy und Cyberpunk irgendwie. Alles so. Ich finde es echt ganz, ganz charmant tatsächlich. Also super interessant und charmant. Also, und so ein bisschen hier Lolita-Fashion-Shit und keine Ahnung was. Das ist schon echt, echt sehr interessantes Spiel, ey. So, jetzt hab ich dich im Arsch. Hab ich dich? Ja. Sehr gut. Oh, da hat er was hinterlassen, oder? Ja. Ein Foto seiner Familie. Das trug er immer am Herzen. Willst du mal wieder spielen? Ich habe jetzt sehr lange gespielt. Also wir sind jetzt auch auf dem Weg. Also wie du willst. Ja. Gott. Also ich bin da auch immer, ich habe auch gerne was zu tun, sonst wird mir schnell langweilig. Ich glaube, auf der rechten Seite da hoch. Ist der Weg? Also, genau, okay. Das sieht so aus. Dann nehme ich ihn. Hier liegt dann eine Leiche rum. Welche Geschichte hat dieser Körper zu erzählen? Sag mal, glaubst du nicht? Sag mal im Ernst, glaubst du nicht, am Ende sind alles unsere Leichen und vielleicht sind das alles wir? Nee, es ergibt auch keinen Sinn. Wir haben ja am Anfang schon unterschiedliche. Aber weißt du, es würde so. Vielleicht machen wir das auch schon seit 100.000 Jahren. Ja. Wahrscheinlich kommt irgendwann im Spiel, kommt irgendwo nochmal eine riesige, so wie so ein Massengrab, so ein episches Ding, wo. Wie auch in dem Resident Evil Teil, wo sie immer geklont wurde. Da liegen dann ja auch so wirklich tausende Leichen, um zu signalisieren, dass sie halt schon sehr, sehr länger macht, als man dachte bisher. Könnte ich mir vorstellen. Kann sein, ne? Also so einen Moment würde ich einbauen, einfach weil es halt ein starker Moment ist. Wenn dieses Spiel nicht irgendwas auf was Episches hinarbeitet, dann haben sie aber ordentlich Potenzial verschenkt, wenn die ersten 6 Stunden schon so, weißt du? Ja, es wird, glaube ich. Also es wird passieren. Frage ist, ob man es noch versteht. Ja, das ist eine andere Frage. Also ob man doch den Sinn dahinter irgendwann rafft. Bei Kojima ist ja auch so. Sehr gut, noch eine Speicherstelle, super. Stufe 1, boah, der war aber lame, ey. Ja. Lame. Ich glaube, ich will mal ein bisschen vorsichtiger. 9S oder was? Rein. Okay. Nee, du hast 9S, glaube ich, gerade. Ja, aber ist doch trotzdem... Okay, ist richtig. Ich habe übrigens im Chat kurz gelesen, vielleicht ist es doch dumm, 2 Auto-Chips zu haben und wir könnten das HUD wieder einstellen, damit wir wissen, was wir aufsammeln. Okay, kann ich das hier machen? Ja, unter Gegenstände, glaube ich, und dann, nee, Fähigkeit, sorry. Und dann unten Chip, Wagen-Chips. Okay, und ja. Genau, ausrüsten, nochmal A aktivieren. Ausrüsten, Moment, anpassen erstmal. Welchen davon nehme ich denn jetzt? Welcher war das? Das war Unterstützung ist das. Und dann da haben wir zweimal Autogegenstände. Genau. Wie kann man den Moment entfernen? Genau, und jetzt können wir uns noch mal einen... HUD, ne? Wo ist der? Genau, das ist wahrscheinlich... System? Ja, wahrscheinlich. Ja. Da. LP-Leiste, Feinddaten. Wir brauchen sowas wie Schadenswert vielleicht? Waffen des ausgeteilten und erlittenen Schadens. Könnte man... Welches willst du drin? Fähigkeiten, Textlog, Speicherpunkt? Ich glaube, Textlog ist es, ne? Wahrscheinlich ist es Textlog. Aber warum? Für was genau suchen wir? Wenn wir Items aufnehmen, dass wir wissen, was welche Items so. Es sind. Fähigkeitenleiste, Speicherpunkt, Schadenswert. Wir können eh nur noch. Wir können eh nur noch. Den nicht mehr, machen. Ja, dann machen wir die. Ja. Ach nee, steht nee. Mehr. Siehst du, wir haben noch mehr. Dann nehme ich den Schadenswert aber. Ja, ist okay. Jetzt haben wir noch einen, könnten wir noch. Okay. Nee, glaube ich, können wir doch. Nee, oder? Jetzt hast du den automatischen rausgenommen. Fuck!
Auto aus Autogegenstand 1 war das gerade. Moment. Unterstützung, ja. Und dann runter, Autogegenstand. Ach natürlich, ich habe da einen davon, ja, ja. Ah, ja, ja. Welchen nehme ich denn? Sechser, glaube ich, müssen wir Sechser nehmen. Und ganz runter, sonst ersetzt du den sozusagen damit, ja. Ach ja, ja, ja. Ist übrigens, wir haben ja letztes Mal wahrscheinlich schon drüber geredet, ist ein geiles Modell hier. Ja. Gefällt mir echt gut, wie das hier. Also sehr übersichtlich und irgendwie auch total logisch. Alles. Wir haben auch gar nicht ausprobiert, so, wie es automatisch ist, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt geht's weiter. Genau, Super wir haben keine Zeit hier. Ja, da haben wir gerade schon die Definition von Loyalität gehört von Simon Kretschmer und sie war aber on. Oder? Oh. Also ich finde, bei Loyalität kannst du von der Maschine gar nicht verlangen. Du kannst es ja einprogrammieren, dass sie es simuliert. Aber am Ende des Tages ist Loyalität zwingend. Braucht einen denkenden und moralischen und ethischen Grundsätzen unterworfenen Geist. Aber das Dilemma einer Loyalität ist, du bist loyal deines, sagen wir jetzt mal, Königs, ja? Und sorgst dafür, dass dein Leben ist weniger wichtig als sein Leben. Wenn er jetzt aber zum Beispiel wahnsinnig ist, weißt du, und er fordert von dir, dass du ihn sozusagen zum Beispiel zugrunde bringst. Wenn er wahnsinnig ist, bringe ich ihn natürlich gerne um. Wenn er wahnsinnig ist, wird er aber wahrscheinlich eher mich umbringen aber wollen. Aber ist es dann Loyalität ihn umbringen oder nicht? Das ist doch das Ding. Wenn du voll loyal bist, bist du dann nicht sogar Maschine und tust genau das, was dann wer auch immer... Ja, das ist ja genau, was ich meine. Deswegen brauchst du einen Geist, Alter, der eine moralische, wertende Komponente reinbringt. Weil sonst hast du keine... Sonst hast du ja keinen Grund, die Loyalität einzufordern. Mhm. Wenn du sie programmierst, ist sie programmiert. Aber wenn jemand für sich selbst denken kann. Helf. Ja. Das macht er doch schon. Ich mache mir wenig Sorgen eigentlich. Ja, physische VTD erhalten. Siehst du? Ja, endlich sehen wir das. Ja. Sehr interessant, dass hier wieder die Dinger gewechselt werden, die Perspektiven. Na, schon lange nicht mehr so, ne? Alles Stufe 19. Ich frage mich, ob das so ein bisschen genormt ist oder ob man jetzt hier auch mit, wenn man jetzt Stufe 25 ist, wir sind 14 gerade, ob dann auch die Gegner mitleveln, ne? Das frage ich mich auch, wie das funktioniert. Weil es ist ja auch, es wird ja klar, dass du dieses Areal wieder besuchst, ne? Es gibt ja überall auch Boxen, wo drin steht, du kannst die noch nicht öffnen oder sowas. Also, Loyalität gleich gewisse Blindheit, schreibt Demonic Loner. Ja, man blendet Dinge aus, natürlich. Nur weil man loyal ist, muss man ja nicht im Recht sein. Vorsicht! Du kannst ja auch einem Mafia-Boss gegenüber loyal sein. In der Yakuza und so wird das ja bedingungslos gefordert. Da bist du im Arsch, wenn du es nicht bist. Wenn da nur der geringste Zweifel dran ist, bist du halt dann tot. Bei FC Bayern auch. ich habe keine Ahnung. Fußball-Gag! Ja, naja, ist ja nicht schlecht. Ne? Ich kann ihn nicht ganz, aber ich kann ihn nicht appreciaten. Aber ich wette, der Eddie und der Nils, die ja alle unsere Sendungen gucken, ja. Die können den würdigen. Ja, weiß ich nicht, ob der das macht. So, wäre das jetzt Dark Souls, würde jetzt ein Telefonat kommen und Ede würde direkt anrufen. Ja. Ich kann da nicht weiter zugucken. Wisst ihr denn nicht, wo er lang muss? Den ganzen Tag, statt zu arbeiten, guckt er sich im Rocket Beans Streams an. Den ganzen Tag. Ist ja widerlich. Den ganzen Tag. Was ist das für ein Vorbild? Echt? Was sollen denn da die Zuschauer machen? Sollen die das dann auch machen oder was? Sollen die dann den ganzen Tag Rocket Beans gucken? Das ist doch verrückt. Die haben nämlich keinen 24-Stunden-Sender. das hört nicht auf, ne? Ist es halt, ne? Was sagen die? Du hast Namen. Das ist so assig, dass sie diese Diskussion führen, während man mitten in einem Kampf ist. Ne? Wie soll man denn überhaupt was verfolgen dabei? Ja, wir haben eigentlich auch gerade ein Mega-Gag-Feuerwerk abgeliefert. Ne? Das Spiel erkennt das nicht. Also so richtig hat ja, aber das auch Spiel noch nicht, finde ich, auf uns eingewirkt. Aber mitten im Kampf, die machen das so extra. Ja. Dass man so nur die Hälfte mitkriegt auch. Ach, schön. Oh. Das ist jetzt gerade sehr dunkel. Scheint ein neuer Gegnerklasse zu sein mit so einem Hallo. Hallo, Lady. Hallo. Oh, der ist heftig. Der ist aber, Alter, ist das ein Bug? Der ist so komisch, ne? Der ist so schnell. Nee, der kann sich nur rollen, so wie die Druidicards vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir unseren Pod auch mal umstellen sollten auf Laser wieder oder auf irgendwas. Ah, ja, ich hätte diesen krassen Laser hätte ich gerne wieder. Ich glaube auch, weil dieser Nahkampf irgendwie, den hat mir letztes Mal ausgerüstet. Ich weiß nicht, der hat mir eher Probleme gemacht. Ich finde auch, und du hast völlig recht.
Nee, Moment, sie ist doch dann unter Waffen. Oder? Was würdest du sagen? Nee. Fähigkeit. Das ist oder was? Fähigkeit. Wir gehen auf die Fähigkeit und da ist Potlau. Potlau. Genau. Und da kann ich sein, Laser, ja. Was ist denn nochmal Illusion? Mal kurz gucken, was das ist. Das ist genau analysiert in dem Kämpfer eine reihtürliche Hiebe vorsorgen können. Ja, das habe ich noch nicht ganz gerafft, deswegen haben wir es jetzt auch nicht benutzt, oder? Würde ich sagen. Nee, das haben wir die ganze Zeit. Das war ja dieser komische Wirbel, den wir hatten. Wir haben jetzt wieder zurück auf. Ach so, das ist die Analyse. Ich dachte, da kommt noch. Ich dachte, man muss daraus was machen dann irgendwie. Man muss, genau. Und L1 aktivierst du den Superlaser, ne? Ja, ja, aber die sind doch. Na gut, okay, dann machen wir ihn mal. Ja, der ist ein bisschen irgendwie leichter einzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Man kommt häufiger dazu. Für unser Spielstil auf jeden Fall. Also. Ja. Und wenn du springst und große Attacke machst, ne, dann machst du so einen Schwerthieb nach unten und das ist auch eine Das habe ich aber gerade schon. Das hier meinst du? Genau, ne? Ja. Ich wollte nur sagen, wann ich sie. Warte, da sind sie alle. Oh, ich teilweise habe ich Probleme bei dieser Entfernung zu sehen, welcher ich bin. Ich sehe hier irgendwie halt zwei Personen rumhüpfen. Die sehen eine Menge Aktionskreise und Punkte und Zahlen, aber eben. So. Eigentlich wollte ich gar nicht gegen die kämpfen. Ich wollte jetzt hier einsammeln. Hier ist doch noch ganz viel Kram irgendwo. Nee? Schade. Plumps jetzt. Ja, die sind Schadenswerte, die machen wir vielleicht auch irgendwann demnächst mal wieder aus. Also diese aufploppenden Zahlen, finde ich. Oder? Die fand ich jetzt nicht so geil. Nee, die sind nicht so doll, ne? Ich muss da echt mal schiffen. Ist das okay? Mach doch. Nein, ist nicht okay. Ich würde gerne, dass du das jetzt aushältst. Wie ein Mann. Vielleicht haben wir so ein Klo. Vielleicht können wir noch irgendwo Wasserfallgeräusche einspielen, während du aushältst. Nein, ich mache. So, der Budi macht das. Ich mache währenddessen hier die Sache. Ich weiß genau, ja, was. Geil, ich geil. Weiß. Ah, ich weiß hundertprozentig. Keine Ahnung. Irgendwas hier, ne? Verteidigung? Nee, es war. Was wollten wir überhaupt machen? Ach, wir wollten das Ding auch wieder ausmachen, ne? Wo war das? System war's. Und zwar HUD. Schadenswerte aus, bitte. Entfernen. Und wir würden vielleicht nochmal jetzt was im Angriff machen. Wie viel haben wir denn? 3 haben wir, oder? Frei. Benutzerspeicher 84. 88, also ein Vierer suchen wir. Ich kann mich erinnern, dass wir letztes Mal keinen Vierer gefunden haben. Da! Die Autoheilung! Geil, ey! Das ist bestimmt auch bald ein neues Feature vom Tesla Modell 4 oder so. Die Autoheilung. Geil! Da haben wir es. Simon! Simon! Er switcht! Die Chips um wie ein ganz großer. Er weiß immer, was zu tun ist. Wenn der Budi nicht da ist, dann singt er und kommt damit zum Bohlen. Keine Zeit für Gespräche, muss kämpfen. Schieß den Laser! Schieß den Laser! Heili, heili! Und zwar schnell! Ah, ich habe hier Autoheilen! Geil! Endlich! Jetzt muss man nur noch genug. Ha, ha, ha! Ich muss weg! Ich muss weg! Alles ist Dreck! Boah, das war echt furchtbar gerade. Ich muss hier echt aufpassen. Die sind ganz schön stark und ich bin doch nur eine zierliche Dame. Zwar mit Unterstützung, aber sie haben dafür die Zahlen auf jeden Fall auf ihrer Seite. Guckt euch mal an, wie viele danach kommen. Hört das überhaupt mal auf? Zitat, ich habe gerade reflexartig den Stream geschlossen. Exakt so wollen wir das hier. Exakt so wünschen wir das. Wir hören nicht auf, bis wir dieses schöne Projekt kaputt gesendet haben. So, haben wir die alle. Ist ein bisschen wie, kennt ihr vielleicht vom Mad Magazine damals, habe ich gehabt als Brettspiel, so ein bisschen das die Gegenentwicklung zu Monopoly, Mancomania, wo man 1 Milliarde, glaube ich, oder 100 Millionen verschwenden musste. Ähnlich machen wir das hier mit Zuschauern. Hey, lebst du noch? Ja, wir haben uns sehr gut unterhalten. Ich bin gerade rausgegangen und da sind einfach 4000 Leute, Gäste und keine Ahnung was wegen NDA. Boah. Oh nein, diese Gäste für NDA, gucken die zufällig gerade den Stream? Ich glaube ja, aber der Stream nicht, läuft oder was? In dem Green Raum läuft jetzt gerade der Stream. Die Leute haben das gerade jetzt gehört falls oder ihr was? Das jetzt hört,
schön, dass ihr da seid, aber ich war voll rausgerissen, weil ich bin gerade in dieser ganzen Mindset hier in Androiden und auf Klo gehen müssen und so und plötzlich sind da echt einfach, das ist, als ob du einmal kurz einkaufen gehen müsstest, war das gerade. Ich habe nichts gemacht, dessen ich mich schämen müsste. Ich auch nicht. Alter, Ritter, Vorsicht! Da ist er drin. Nice. Was ist geschehen, Simon? Skill, er kam vorbei. Oh, der hier. Yggdrasil. Ah, jetzt müssen wir hier die ganzen... Hast du den Baum gesehen? Wir müssen mehr kontern lernen. Tausendfüßler, vorsichtig. Oh, das ist geil, ey. Vorsicht. Ich habe das Auto-Ding übrigens angemacht, Autoheilen. Ja, aber du musst trotzdem immer noch, ne, du bist auf 50%, also du musst auf jeden Fall wieder... Ja, nur dass du es weißt, ich habe Autoheilen angemacht. Ja, perfekt. Wir hatten nämlich noch Platz. Perfekt. So, hier kommt doch jetzt. Ich versuche hier schon die Kugel zu erwischen. Es wirkt fast so, als ob man nicht so richtig rankommt. Ach Gott, ey, ich hab gerade gedacht. Bitte heilen. Warte doch mal, Bubi. Ja, ich bin so, noch, siehst du, einfach so ein bisschen. Du hast kein Vertrauen in mich. Ah, okay, das ist völlig berechtigt. Dein Misstrauen hat sich völlig ausgezahlt. Hättest du mal ein bisschen mehr gemacht, Buddy. Hättest dich mal ein bisschen mehr gekümmert. Scheiße. Kacke. Simon, das muss besser werden. Ich suchte mehr Kraft, Schworache, viel Kacke. Ich schwor Rache im dunklen Loch einer Stadt. Ja. Aber ich hab doch Auto-Heal. Dann ist es nicht Auto-Heal. Es ist Pi mal Daumen-Heal. 7 von 10 Heal. Auch passiert. So. Es ist dort nochmal. Hast du die Netzwerkfunktion eingeschaltet? Wird dein Körper online hochgeladen? Im Systemmenü kannst du unter dem Punkt Netzwerk das System tabs. Aber wer will das? Nachricht denn? Für deinen Körper hinterlassen. Das haben wir gerade getan. Auto-Heal hat Delay, okay. Mein Problem war dasselbe wie das, was auch du schon hattest, dass man wird so von allen Seiten, ne, wird man angegriffen und man kriegt quasi ein, zwei, Dreier-Kombo von links, rechts, links, bevor man überhaupt was, und dann Scheiße. Weiß man gar nicht, okay, man drückt, aber irgendwie freest das dann ja auch und man weiß nicht so recht, wie man es schafft. Naja. Yeah, aber jetzt müssen wir echt recht weit wieder, ne? Also klar, nicht den ganzen Weg, aber hier ging's rein. Yep, this looks like a king's castle, all right. Zum Glück sind wir nicht so, nicht, ne? So weit weg. Nicht, ne? So weit weg. Aber es tut mir leid, ich versuche jetzt auch. Ich bin vielleicht auch ein bisschen jetzt zu sehr abgelenkt gewesen, aber ich muss vielleicht mich wieder mehr konzentrieren. Wir sollen, glaube ich, mehr Nahkampf lernen. Und wir sind wohl unterlevelt. Oh, echt? Durch das Kämpfen leveln wir uns ja auch hoch. Aber wir müssen wohl ein bisschen mehr trainieren. Okay. Oh, man kann mit Chips auch die Invincibility-Zeit erhöhen. Also die Zeit, wo man unverwundbar ist nach einem Treffer. Ah, okay. Aber der Laser ist schon gut. Also den finde ich deutlich besser jetzt. Hä? Das ist die Animation. Ach, ey. Das ist echt, ich muss mich näher ransetzen. Ich sehe es auch wirklich nicht. Lernt mal zu dodgen. Also die Community ist sich einig, wir müssen das besser hinkriegen. Dabei hatte ich schon so viele Dodge Coins. Ach schön. Gott. Wait, what did you just say? Roger that, 9S. Wait, no, that's not what you said. Wie komme ich denn da runter? Muss ich da runter? Hast du ungefähr einen Plan? Hier muss ich hoch? Ja, du, genau. Du folgst dem Ganzen, glaube ich, schon richtig. Da rechts und dann, genau. Ich hab leider weg. Sie fängt schon langsam an, ihn anders zu nennen. Ja? Hatten wir ja gerade das Gespräch. Das scheint sich so gerade zu entwickeln, die Freundschaft zwischen den beiden. Oh, toll. Schön, Buddy. Reicht nicht. Reicht nicht. Alter, raus und dann... Man kommt manchmal, schaut's euch an, man kommt ja gar nicht mehr so richtig weg
Es ist doch einfacher von der Seite genauso. Ein fetten Laser. Oh Gott, das macht mich riemig blühen. Wenn ich sehe, wie du die alle wegbratzelst. Oh, hast du das gesehen? Wie? Ey, wie durch Butter. Ja. Snap, einmal weg, Snap. Ah, jetzt ist, ja, okay, aber doch. Ja! Oh, ey, es ist wirklich fordernd. Ah, toll. Es ist wirklich saufordernd, ey. Die Wanzen, Level 15 Wanzen, was wollt ihr eigentlich? Ups, also ich kann ihn nachträglich noch aktivieren, sehe ich gerade. Mein S muss das ja einfach mal kurz klären. Oh, es kommt noch mehr, oder ist das jetzt hier zum Level? Es kann ja auch sein, dass da einfach, dass es nie endet, ja. Will mich jetzt auch nicht überraschen. Hier war ich richtig, ne? Ich glaube, ja. Es gibt wohl auch einen Anti-Combo-Chip, also der, wenn ich es richtig verstehe, verhindert, dass andere eine Combo an einem selbst ausüben können, was auch gut wäre für uns. Krass. Also ich finde diese Chip-Variante total gut. Vergiss nicht, unseren Körper zu bergen. Ja, genau, der ist hier oben, ist der. Hier kommt diese Schlange jetzt. Ja. Nee, das ist aber nicht, das sind nicht wir. So, da weiß ich, hier liegen mehrere. Das sind wir. Ich schwor Rache im dunklen Loch unter der Stadt. Ist aber gut, dass man so, ist wirklich smart, dass man checkt, welche Leiche zu einem selbst gehört. Ja. Also die haben sich dabei wirklich was gedacht und es ist gleichzeitig aber auch noch total mysteriös und edgy. Aber es hilft auch voll. Ich überlege, ob ich die jetzt... Du kannst die wahrscheinlich mit einem guten Zielauge, kannst du den wahrscheinlich auch von hier. Oh, was machst du gerade für Schläge? Warum sind die so stark? Nur leichter Schlag irgendwie gerade. Mach das S9 vielleicht. Okay, ne? Dunkel hier, ne, gerade. Ey, das ist... Das Scheitern ist ein essentieller Bestandteil von Rocket Beans Let's Plays. Naja, ja, das... Eine Spezialfähigkeit muss jedes Let's Play haben. Also. Ich finde aber auch, dass ja das Scheitern in dem Sinne daraus folgert, dass wir das Original ja noch nicht gespielt haben. Und ich finde so First Try Let's Plays, die sind ja immer zu einem Stück weit doof. Oder? Weil man ja... Man weiß es hier nun mal nicht. Ja, das ist die Faszination. Der Edem in Pokémon, ne? Also... Als ihr dem Pokémon dieses eine mega random Vieh weggeklickt hat oder so, was man nur einer in einer Fantastilliarde Tries irgendwie kriegt, weil man es halt nicht weiß. Das sind die Momente, die es dann geil machen, weil eben jemand wirklich keine Ahnung hat. Das hat seinen eigenen Reiz, finde ich. Im Nahkampf müssen wir mehr machen, sagt der Chat. Das haben wir uns gemerkt. Ja, komm, ich lass ihn in Ruhe jetzt, oder? Man will, aber es dauert sau lange. Aber guck mal genau, wenn du immer dich an diese Ecken hältst, kannst du den eigentlich gar nicht verfehlen. Ja, aber guck mal, wie wenig ich dem abnehme. Ja, und der Rest deines Körpers schützt ja auch diese Blase immer. Ja, komm, fuck it. Ich lass ihn jetzt. Ach, das Shiny, das war Shiny, war das, glaube ich. Ach, Shiny, laut ist Chat. Genau. Shiny McBee. Oh, ist mein Gott, ich kenn echt kein Pokémon. Ah, sehr gut. Speicherpunkt, wunderbar. Toll. Okay. Ich glaube, du hast das Original hier auch nicht gespielt, ne, Simon? Nein. Leider nicht. Hier unten ging es doch weiter. Man sieht aber auch nichts, ne? Ja, hier ist jetzt gerade ein bisschen Kontrast. Arm oder stark. Ich mache jetzt mal aggressiv. Ich will einfach nur das Ding hier öffnen. Hast du, glaube ich, jetzt machen? Nee. Mach sie es auf? Nee. Nee. Hä? Geht nicht. Dann... Aber wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh, ist das ja, okay, man sieht null, was da passiert, nicht, oder? Nee. Man sieht gar nichts. Ich muss hier runter eigentlich. Ja? Da, gut, ich bin hier lang. Irgendjemand meint ziehen, Rudi. Oh. Ziehen. Was? Sagen sie, ziehen. Ach, ziehen. Ja, wie soll man denn da drauf kommen? Die ganze Zeit nur schießen, plötzlich was ziehen? Nee, Lara Croft? Oder was? Tatsächlich. Ich würde gerne mal eine Zusammenfassung haben, wie viele Kisten, wie weit bereits in allen Videospielen zusammengenommen gezogen wurden.
Das fällt mir so viel ein. Von Resident Evil über Tomb Raider bis hin zu jetzt. Kratos. Kratos, Mann. Kratos, ja. Oh Gott. Ja, Kratos. Wie viele Kilometer? Was hätte man mit all der kinetischen Energie machen können? Guck mal, ein Waldschmied. Oh. Ich bin Masamune. Der ist seriös. Guck mal, der hat sogar einen Helm. Glühendes Schwert in der Hand. Laub werde ich auch ausrufen verbessern. Jawohl, ja. Upgrade. Oder kaufen. Natürlich. Kauf. Nee, wir haben nicht so viel Geld. Oh. Guck mal, Tierfell. Uns fehlt tatsächlich Tierfell, um das geiler zu machen. Aber guck mal, Angriff 270. Siehst du das? Oh, ich will das ja auch haben. Wichtig, deswegen müssen wir mehr Tiere töten. Verbeulte Platte und Tiere. Ja, wir brauchen Tierfell. Na nee. Okay, als nächstes kommt wirklich Tierfell ran, ne? Und dann werden wir das Ding schön hochleveln. Aber schade, dass wir hier jetzt nichts machen können. Können wir nicht Tierfell kaufen? Jetzt hatten 8 schwarze und weiße Waffen gesammelt und verfeinert. Ihr wurde im Ihretwillen sehr viel Blut vergossen, weshalb mein Meister in verschiedenen Orten versiegelte. Ihr scheint schon recht im Umgang mit ihm fehl zu sein. Keine Siegelschreine wurden an jedem Ort errichtet. Ah, okay. Es gibt also 8 schwarze und 8 weiße super krasse, super Waffen. Laut Chat sind die wohl coole Sidequests. Ja. Sidequests sollen wir machen, um Materialien zu bekommen. Aber wir können natürlich sowas wie Tierfell bekommen, wäre natürlich auch easy. Ich müsste das Ding echt jetzt da hinschieben, um wieder hochzukommen. Sonst müsste ich unten lang, das mache ich mal jetzt nicht, ne? Den Schmied müssen wir uns merken, nur hier können wir die Waffen maxen. Okay. Der ist aber ein kleines Symbol, oder? Der ein kleines, hier so ein Waffensymbol, wenn ich das richtig sehe auf der Minimap. Also zumindest. Aber es wäre schon schön, wenn wir dahin teleportieren könnten. Ja, da war ja so ein Speicherpunkt. Hier. Ach, der ist ja direkt. Hier direkt ist ein Speicherpunkt. Ja, geil. Guck mal, da ist was wie Portal hier. Siehst du das da durch? Ja, das. Und direkt wieder so viele. Macht mal Heavy Sword plus Speer. Ja, einen Speer haben wir, glaube ich, sogar. Kann man ja mal überlegen. Wir können eh mal mit einer anderen Waffe ein bisschen noch rumexperimentieren. Du kannst ja auch die beiden Waffen wechseln. Das sollten wir nicht vergessen, ne? Dass wir die auch. Wir wechseln die selten. Wir haben 2 Schwerter dabei. Ah, Mann, du machst aber auch so schön. Das würde ich auch gerne machen. Aber jetzt hätte ich gerne mal wieder irgendeine Mission irgendwie, mit irgendwas zu tun. Oh! Doch, da bin ich wie in diesem Wrestling-Gift. Der eine Typ, der dann irgendwann umfällt. Das ist einfach so wirklich so befriedigend. Diese dicke Laserstrahlen, diese vielen kleinen Explosionen, die alle andeuten, dass da jemand echte Schmerzen hat. Virtuelle Schmerzen oder echte, ist jetzt auch egal. Hauptsache. Ich glaube, die kommen hier endlos, ne? Ja, komm. Kann sein, aber. Oh nein, willst du es also liegen lassen? Oh Gott. Veronika, der Loot ist da. Du musst das alles einsammeln, Buddy. Ja, okay. Ja, wir brauchen Tierfälle. Fuck! Ja, okay, die kriegen wir von denen nicht, aber guck dir das mal an. Doch, das war gut. Oh, toll. Brauchen Geld. Die Wiesen. Na nun? Nee, ich muss nicht sparen. Ja, ist doch schön da hoch. Sieht toll aus, ne? Ach, ein Leichel. Ein Leichel. Ich gab mein Leben hin da. Okay. Da liegt noch eine. Warum? Also sie kommen wohl nicht endlos. Projektil. Ich sah eine menschenliebende Maschine in einem einsamen Wald. Suspekt. Also, mal gucken. Oh, wir haben noch. Was denn? Du oder ich jetzt? Also, nee, du hast es schon gut gemacht. Wie lange hast du jetzt gespielt? Nicht. Bin ich wieder dran? Ich hab nur, pass auf, ich hab aus Versehen in den Chat geguckt. Nee, nicht aus Versehen, aber da steht, oh, jetzt geht's ab. Ah, du meinst, du willst dann lieber an den Profi abgeben, ne? Zum Beispiel. Weil du hast schon wieder länger nicht gespielt und ich finde, wir sollten uns das Blut nicht teilen. Du hast ja einen Spielstand. Ja. Das ist wie bei Dark Souls so. Da wird der Gegner, der Endgegner wird ausgekundschaftet und dann ist man selbst dran. Ja, einfach gucken. Oh. Is this their king? Oh ne. Ach so. Oh nein. Boah, wer ist das? Sie ist neu. Tupi,
That's an android. A Yorha-type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. Vielleicht auch ein Deserteur? Ja. Also wir könnten jetzt auch gehen. Oder wie sehe ich das? Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you is your enemy. Nein! But she's hot. She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. Nö. Remember, remember den Vorfall mit dem Vergnügungspark. Ja, exakt. Also, ey. Im September. Also, guck mal. Was ist gerade passiert? Da lag ein Roboterbaby. Ey! Alter! Nein, ne? Es! Du Spack! Hey! Ich hab sogar. Jetzt bin ich aber sauer, aber ich hab nichts gemacht. Wer ist hier wer? Kannst du mir kurz sagen, wo ich bin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich baller erstmal ein bisschen aus der Entfernung. Jawohl. Alter, nein, was ich hier. Perfekt. Ich hab keine Ahnung, wie das hier alles passiert. Super, Simon. So, vielleicht kann ich so helfen, wenn ich. Genau. Ah, nee, ey. Man kriegt hier zu viel Energie abgesaugt, wenn man das sich dann daran. Sie blockt das, oder? Treffe ich damit? Es, ja, es gibt leicht. Eher ein Blockgeräusch, oder? Ganz wenig. Oh, ah, shit. Vorsicht, helf. Okay. Krass. Ah! Oh, von hinten, ey. Das da. Ja, jetzt habe ich sie endlich mal erwischt. Das war gut. Aber zieht wenig ab, die ist echt hart drauf. Ja, aber immerhin mal. Ja, ist gut, also, ist gut. Ja, für also jeden Millimeter dankbar. Alter, die kommt einfach so von links, rechts. Knapp ein Drittel verloren. Ah, ich hab sie voll erwischt, Elf? Aber sie hat mich halt auch voll erwischt. Elf? Warum kommt der Laser nicht? Helf. Gut. Oh, gerade noch so. Alter, das ist ja ganz schön. Ist gut, krasser, ist aber gut. Krasser Typ, ey. Schon unter 50%. Kann ich denn nicht. Oh. Von rechts. Jawohl, ja, natürlich. Genau. Diesmal nicht, ey. Yes! Das ist, bringt gut. Einfach nichts. Bringt nicht so viel wie gedacht. Falsches Timing, Mann! Helf? Wir brauchen dringend mehr von diesen Erholungen. Ja. H20. Ah, es geht noch weiter. Es geht bestimmt noch weiter. Fuck. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Ich glaube ihr. Ich denke auch, ja. Ich glaube mittlerweile, aber warum dieses Baby töten? Also, es macht einfach nur wahrscheinlich, was geht. Nicht so cool. Muss man, ja, aber es war halt auch nur ein Roboter-Ei. Hätten wir speichern sollen? Hätten wir zurückgehen sollen, um zu speichern? Ist egal. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, Commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Pascal, this is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Ja, ich glaube, da über diese Dinger, ne? Könnte man, ja, aber sollte man? Ich habe mich gerade gefragt, also diese Fugitive, also diese Deserteurin, gegen die wir gerade gekämpft haben, gut gekämpft, heißt A2.
Wie hieß nochmal die andere, die es nicht geschafft hat? Deren Leichnam wir gesucht haben im Briefing. Weißt du das so vielleicht noch? Das sieht man in den Info irgendwo im Brief, war das, ne? Archive 11B. 11B, okay. Weil ich frage mich gerade. Was heißt nochmal, was sind denn nochmal die Bezeichnungen? A, B, S ist klar. Also S habe ich schon gelesen, irgendwo, was das bedeutet. Support, ne? Support. Was heißt A? Könnte es Assassination sein oder so? A? B weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach Seriennummer so, ne? So, keine Ahnung. Aber die stehen für die. Für, also welche Einheit, welche. Was deine Aufgabe ist. Scanner heißt es. Scanner. B, Battle. Okay. Battle. B heißt A, Battle, Attacker. S heißt okay. Scanner, A heißt Attacker. Ah, okay. Danke für die Info. Okay, nee, dann hat sich das erledigt. Ich habe gedacht, ob das irgendeinen Zusammenhang hat im Sinne von A2, so der zweite Charakter, der, weißt du, so. Ja, man denkt schon, natürlich, man denkt auf allem rum. Ja, das ist ganz gut. Das macht aber auch Spaß, ne? Es macht Spaß, es werden genügend Fragezeichen aufgemacht. Und es ist recht einfach, wir werden jetzt. Wenn jetzt einfach sehr deutlich in genau dieses Dilemma reingeschickt. Niemand weiß, wer gut und wer böse ist, so, ne? Ganz süß, ne? Ja, ich mag die halt auch. Too Booty und Nein Simon. Sehr gut. Ja? Muss ich die auch jedes Mal zähmen, oder? Ich kann die einfach drauf hüpfen. So, ich glaube ja, aber. Ich will kurz mal gucken. Ein großes Ei erhalten. Hier sind wir weiter drin, ne? Da wollen wir nicht weiter, okay. Durchs Tor. Ich will aber eigentlich reiten. Komm, dann reiten wir mal. Dann musst du dir wahrscheinlich auf den Vorhinein legen. Ja, aber ich weiß nicht, ob du da so lange reiten kannst. Mach einfach. Ach komm, was soll das, ne? Zurück. Unterstützungsgegenstände. Also, tatsächlich habe ich jetzt aber auch gemerkt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Wumms, ey. Also, das ist jetzt, die Kämpfe jetzt funktionieren zwar noch, aber sie, ja, ich weiß. Es wird schon immer schwerer. Ich hätte schon Lust, jetzt da mehr Wumms wieder reinzusetzen, weil das hat schon ein bisschen länger gedauert, bis sie so schön explodiert sind, ne? Es gibt Momente, wo wir überwältigt sind, aber ich finde noch, ist wirklich ein kleiner Weg, ja. Aber ich finde noch können wir bestehen. Hm. Ach, da ist der Investment, oder? Ist das der? Nee, der ist oben. Ach, in der Brille. Ja, die freundliche Maschine, ja. Oh, sorgt sich um die Tiere im Wald. Hä, ja, was? Wen nochmal? Ach, der, genau. Warte, ihn, so, wen sollen wir retten? Er hat so einen Sohn, glaube ich, oder irgendwas, der irgendwas draußen. Ah, okay. Irgendeine Sidequest, die wir angenommen haben vor Ewigkeiten. Ey, ich will doch. Wie kann ich denn jetzt mit dem König reden? So. I'm surprised you wish to speak with me personally. Whatever is the matter. It'll be faster if you just take a look at this recording. I see. Immer wieder geil hier zu landen, oder? Das ist wieder schön. Check on our consciousness data and resupply. Consciousness data. Dante schreibt es auch gerade. Ohrwurm des Todes auf jeden Fall. Super, ne? Ja. Immer wieder geil. Ich habe gerade nicht so aufgepasst, Alter. Wo müssen wir hin? Wir sollten. Zum Shop. Ja, keine Ahnung. Mann, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. So, da waren wir ja schon Upgrade, wir haben ja auch nichts eingesammelt, verkaufen haben wir ja auch nichts, okay. Nee. Was ist denn hier? Der andere Shop? Hat der einen anderen? Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, das sind ja andere Icons. Der links ist Waffenshop und der ist wahrscheinlich irgendwie. Ich will nämlich die. Stuff. Genau, das will ich. Jawohl. Alle.
Ist ein bisschen viel, ich weiß. Bisschen übertrieben, aber wir brauchen Erholung. Gut, das Geld hätten wir jetzt auch für Dividenden ausgeben müssen. Ja, was ist wohl gesünder? Wichtig ist nicht nur Geld, wichtig ist auch, dass man nicht zu viel arbeitet und sich erholt. Und in diesem Fall ist dieses Geld in diesen Urlaub sehr, sehr gut investiert. Du darfst wieder zum Widerstandslager, sagt der Chat. Und ich gehe die Boa würgen. Ja, geh die Boa würgen. Mach dann Mic auf Mute, ne, bitte? Warum? Vielleicht wollen die Leute es ja hören. Ich will ihnen diesen Spaß nicht nehmen. Meinst du nicht? Ja, wir gucken mal. Wir gucken. Überraschung. Ja. So. Ja, wir machen weiter. Also. Wir laden, wir gehen zum Widerstandslager. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also Pascal haben wir gerade befragt. Nochmal in Persona, ohne irgendwie, dass irgendwer darüber Bescheid weiß. Über A2. Über die Deserteurin. Gegen die Simon gerade gekämpft hat. It's not recommended to interface with machines without consulting command. Yeah, I know. I'm sorry. Though I suppose such intense curiosity can be admirable in its own way. Das ist schon fast. Ach, machines are the enemy. Don't forget it. Machines are the enemy. Don't forget that. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Listen, 2B. I was looking at images of flowers today and... Flowers? Yeah. There wasn't much left in the bunker's records, but I found one called a lunar tear. I bet you'd look really nice if you put one of those in your hair, 2B. It'd suit your stylish looks. Don't eat it. Aw, don't be a stick in the mud. What kind of girl doesn't want to look good sometimes? I'll let you know if I find anything else cute, okay? I don't need to hear about... Operator 60 out. So, also, okay. So ein bisschen. Kaufen vergessen. Ach, wir merken null Geld. Mal gucken, was können wir denn verkaufen hier? Golderz. Ich, Entschuldigung, wenn ich in mich hineinbrubbel. Ich habe gerade auch draußen gehört. Also, es passiert heute viel. Übrigens gleich. Staffel 2, neue deutsche Abendunterhaltung kommt wieder zurück. Freuen wir uns. Und dann heute Abend auch wieder alle mit am Start. Eddie, Nils, Simon und ich beim Beanstag. Und ich glaube, wir spielen Battlefield 5. Freue ich mich sehr drauf. Also ist doch eine Menge los. Kann ich einen Meteoriten verkaufen oder braucht man den für irgendwas? Wörterbuch, Notizbuch, Wörtergehalten wir drei Geld. Wir können mal gucken, ob es da Maschinenkern, 10.000. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, lieber Chat, die ihr jetzt gerade live dabei seid, ob ich Maschinenkerne könnt ihr verkaufen. Unten sind immer Verkaufsgegenstände. Okay. Also, Maschinenkern. Was konnte ich verkaufen? Irgendein Kern. Nicht verkaufen, okay. Buch kann weg. Maschinenkern, okay. Ich, schwierig gerade, also alles, was uns Geld bringt, können wir verkaufen. Ey, dann mach ich das jetzt, oder? Oh, 40.000, ey. Ja, ich glaube, ich verkaufe das jetzt, ne? Später sind die mehr wert. Ah ja, okay, dann komm, dann warte ich noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen Kram jetzt hier. Und dann gucken wir mal, ob uns hier irgendwas bringt. Wir konnten hier, glaube ich, auch noch unsere Waffen leicht verbessern. Ach, hier, was Tierfell fehlt uns noch. Okay. Oh, geil. Ich versuche mal Tierfell zu kaufen. Das macht doch total Sinn. Das kann ich vielleicht bei der anderen kaufen. Okay, nee, verkaufen, sagt der Chat. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen am Rätseln. Auch das müssen wir noch hinkriegen. Kann man hier Tierfell kaufen? Nee. Simon? Ja? Sie sagen, dass wir sehr viel verkaufen sollen. Bitte, Marty für dich. Oh, geil! Dankeschön, ich freue mich. So bin ich. Habe ich geklaut aus dem Kühlschrank. Stand kein Name drauf. Pech gehabt.
Ja, alles, her damit, weg damit, meine ich. Ja, einfach weg. Und anderes dann wieder her damit. So ist der Kreislauf des Lebens. So ist das mit dem Geld. Man hat es nur, um es auszugeben. Tierfälle bekommt man von Tieren. Ja, danke schön. Dann müssen wir Tiere looten. Ich habe gehofft, dass man hier was, dass man die sozusagen. Moment, haben wir das alles? Wir haben so viel Kram. Ja. Alter, da können wir uns ja gerne eine Waffe kaufen und upgraden. Nee, wir haben upgraden immer noch kein Tierfell. Genau, Scheiße. Hier, 40.000 Maschinenkern. Also ich habe auch gelesen. Oh nein, ey, es ist immer das Gleiche. Guck mal, und da bin ich dir echt die falsche Person. Was denn? Gerade im Chat sagen sie, verkauft jetzt, ihr braucht es jetzt, ne? Und gleichzeitig höre ich dann, lese ich aber nur, nein, nicht verkaufen, das ist später viel wichtiger. Hm. Und da bin ich wieder so lootgierig. Ja, man, weißt man, ne? Und ich weiß genau, ich habe jeden Resident Evil Teil beendet mit mindestens 10 Erste-Hilfe-Sprays und extra Munition und allen Waffen und die MG noch mit 100% und so. So, das ist der Trieb, wir wollen es auf die bestmöglichen Wege durchspielen, aber ich bin, je älter ich werde, ja, da kommst du auch noch hin, mein lieber Buddy, ja, denke ich mir, fuck it, ficke den ganzen Scheiß. Einfach machen, einfach alles machen. Wie, was, ich habe irgendwas, was ich jetzt benutzen kann, was ich aber in 20 Minuten, du kennst dieses Ding, ne, mit dem, wir haben Kindern Überraschungsei gegeben, yeah, 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 und wenn sie warten, scheiß drauf, das ist super, ja. Du weißt nie, was passiert. Von diesen Kindern, ne? Ist da ist einfach, gleich, komm, fuck it. 10% der Kinder kommen nicht mehr dazu. Kaufen, Geld. Maloche, alles kaufen hier, guck mal, Projektil. Meteoriten verkaufen war dumm, naja, Maschinenkern verkaufen, das ist alles richtig, Meteoriten, Maschinenkerne, man kann es am Ende alles kaufen. Geld regiert die Welt, du kannst den Scheiß immer am Ende noch zurückkaufen. Guck mal hier, Chipsatz, reduziert physischen Schaden um 2%. Jetzt für schon 8%, aber nimmt auch 9, ey, 9 Plätze ein, krass. Ching, 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 mein Freund. Geil, Kohle. Heilung erneut für LP für jeden besiegten Feind. Oh, das ist geil, Alter. Das ist wirklich gut. Das den brauchen wir unbedingt. Heilung, den, können wir den kaufen? Den können wir. Nee, den haben wir. Sag mal, haben wir den Meteoriten verkauft? Oder ja, nicht? Haben wir. Okay, ist zu spät, Leute. It's over. Weil ein paar Leute sind traurig. Der Meteorit. Ja, aber komm, wir haben ihn einmal. Es ist einfach. Du hattest mich. Wir haben ihn einmal bekommen. Wir werden ihn wiederkriegen. Ja. Und Speicherplatz kaufen. Hast du gesehen? Das geht auch. Das wäre natürlich geil. Dann könnten wir mehr von dem Kram reinpacken. Ist das Verteidigung oder Unterstützung? Todes. Ausgerüstet. Alle Chips. So, wo ist der Todes? Todes. Ja, Todesheilung. Alter, da haben wir so richtig viele von. NRC für jeden besiegten Feind. Geil. Das ist 20 gute Sache. LP für jeden besiegten Feind. Oh. Stell dir mal vor, wir machen das. Gibt's noch mehr? Gibt's auch hier was der Zehner? Oh. Auch nur 20. Aber warum? Warum hat er eine 10? Ist die nur weniger besser. Platz, genau, die weniger Platz nehmen, sind besser halt, ja. Also ich finde, die Todesheilung ist eine sehr gute Sache, zusammen mit der automatischen Heilung. Und ganz viele haben hier noch Tipps gegeben. Ja, aber was nehmen wir denn da weg für? Das ist mein Problem gerade. Naja, vielleicht nicht einfach so reinklotzen. Vielleicht einfach gucken, wie viele Punkte brauchen wir? 8, die holen wir uns. Bring's einfach auf 80. Bewegungstempo ist eigentlich ganz angenehm, wenn man schneller geht. Wichtig ist aber auch wirklich, dass wir Speicherplatz kaufen. Haben wir denn noch Geld übrig? Guck mal, wir haben 55.000, warum kaufen wir nicht Speicher? Ja, okay, das machen wir. Speicher. Moment. Kauf den scheiße Booty. Okay. Booty-Kopf. Okay, Speicherplatz kaufen. Ja, es ist, wir müssen uns auch wieder, hier wieder rein. So, Chips kaufen, Körperberatung oder hier? Körperberatung. Vergessen, was das. Nee. Ach nee, das ist nur Info. Sicherungschips? Konnte ich das hier kaufen? Physische VTD, nee. Was ist das denn? Nee, ist nicht das, ne? Ich bin falsch hier, glaube ich. Okay. Nee, ich will das nicht. Ey. Ich weiß leider nicht, wo man das macht. Also wo man, Alter, Blumen. Weißt du noch, wo man das machen konnte? Nee. Ja, also ich glaube in der Rebellen. Ja, aber ich denke, wir sind. Ja, wir sind doch, wir sind extra. Dann ging das hier, doch, das muss hier. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Ne? Das sind, glaube ich, 3 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst hier links noch kaufen, du kannst hier vorne und links kaufen. Von dem. Okay, da steht unter kaufen, dankeschön. Okay. So, dass ich kürzlich beim Handgemenge mit einigen Maschinen mit den Kürzeren gezogen habe.
Im Kampf wurde ein Teil meines Speichers beschädigt, was mir heftige Schmerzen bereitet, wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Insbesondere diese Fotos, keine Ahnung, wann sie aufgenommen wurden oder was für ihn zu sehen ist. Ich weiß nur, dass sie wichtig sind. Ah, könnte es für uns auch wichtig werden? Palmi, Palmi? Es ist so eine Oase, okay, eine runde Oase. Also merkt ihr mal Oase und dann, das ist hier der Vergnügungspark. Ja. Oh, da waren wir auch schön. Der, ist es der Wasserfall, wo wir waren? Ja. Sicher? Nein. Ja, die sehen alle gleich aus. Ich glaube, das war dem Waldkönig da. Das sind also die drei wichtigen Orte wohl. Der Wald, über den Wasserfall kommen wir zum Wald. Die anderen zwei habe ich gerade schon wieder vergessen. Hm. Nein, aber Vergnügungspark und was war das erste nochmal? Okay, es war eine Quest einfach nur. Das erste war Wüste Oase. Die Oase haben wir noch nicht gefunden hier. Ich glaube, die haben wir noch nicht gefunden. Amusement Park. One looks like the desert and one looks like the forest. Let's keep our eyes open next time we're in any of those areas. Bist du aber schon richtig laut Chat. So, genau. Jetzt endlich. So. Kaufen und hier oder kaufen und hier. Aufbewahrung. Da. Da ist es. Erhöht Plug and Chip. Ja, voll. Ja, dann nehmen wir natürlich einen dicken 24er. Ja, alles voll. Voll. Geil. Man könnte noch, mein Freund, noch mehr. Noch mehr? Naja, in einer Welt, in der sich alles um Chips dreht, ist da nicht der Speicherplatz. Gekauft, Simon Kretschmar. Gekauft. Und jetzt sind wir. So würde ich es machen. Fully loaded. Ach komm. Ich mag's so. Komm, das war schon okay. Wenn da jetzt hier gesagt wird, das ist nicht in Ordnung, dann hat ja. Potato. Oh, guck mal! Voll! Na, geil! Alles rein! Ja, geil! Alles rein! Alles rein! Richtig schön alles reinpflanzen. So, sollen wir die Steckt richtig das Ding, ne? Hieb! Verstärkt Angriffe mit einer schwachen Schockwelle. Ey, pack das Ding voll, als wär's ein Video auf RedTube. Mach da alles rein. Achso, warte mal, das sind ja alle, die ich aus. Ich Was denn? Idiot. Nee, das sind die schon drin sind hier. So, und jetzt kommen wir welche zu welche wir davon überhaupt brauchen. So, also, Todesheilung haben wir gesagt. Erstmal. Ja. So, der ist drin. Das ist gut. Dann Schaden saugen. 10% Chance. Schaden saugen. Da sind wir auch wieder bei RedTube. Schaden saugen. Was macht man damit? Was ist das? Kannst du mal vorlesen? 10% Chance, 20% ist erlittenen Schaden zu erneuern. Also. Also wenn du Schaden abbekommst. Also die 10, hast du. Okay, 10, ja. Ein Fünftel. Ach, egal. Ich habe doch keine Ahnung. Ich wollte einfach nur schnell wieder aus der Nummer rauskommen. Ausweichdistanz, Schaden zu reflektieren, Rache. Oh, Rache ist auch geil vielleicht. So, Autogegenstand. Benutze Heilgegenstand, das kennen wir schon. Autogegenstand, das kennen wir auch schon. Das ist das Gleiche. Ja, komm. Ich packe jetzt einfach voll hier. Rache ist geil. Ausweichen ist geil. Ausweichen ist geil. Und noch ein Zweier nehmen wir noch. Einen kleinen, ne, Simon? Achso. Hab den Daumen gehoben. Ich konnte das Geräusch nicht einordnen. Ey, manchmal einfach so eine Flasche Wasser. Hast du die gerade weggeext oder was? Das ist nur ein halber Liter, ich bitte dich. Das geht direkt, wird es verteilt. So, voll. Wir sind voll. Hier, jemand sagt, jetzt ist gerade der Chat hochgekommen, ich habe es nicht mehr gelesen. Aber es war wohl wichtig. Also er meinte, ich wiederhole mich, weil es wichtig ist. Aber wir haben es nicht mehr gesehen. Achso, Waffen wollten wir noch einmal checken, ne? Okay. Ausweichen hat er einfach den guten Bonus-Chip nicht reingepackt. Wir haben wohl einen guten Bonus-Chip. Schön Ausweich 11 genommen. Dann geh ich jetzt wieder rein, weil. Nein, aber das sind die. Das ist okay, aber das sind die Learnings, die wir hier machen auch. Genau, also das war Ausweichen. Ich habe irgendwas also nicht gut gemacht. Naja, du hast wahrscheinlich einen Ausweichen-Chip und da gibt es einen günstigeren. Nehme ich jetzt mal an. Erhöht Ausweichdistanz. Moment. Oh, das ist doch den. Ja? Und du hast einen 8er und einen 11er gehabt. Tatsächlich, ja. Oh, die Chips mit Raute sind die besten. Da, dieser kleine, siehst du die schwarze, genau. Das ist gut zu wissen. Oh ja, das ist besser. Aha, jetzt haben wir immer noch, zwei haben wir noch frei. Okay, aber ich hab gar nichts mehr für den. Man sieht das automatische Blende. Bist du eigentlich, mach du mal, bist du eigentlich noch Halo-Fan, Simon? Ja, ich freue mich auf Halo Infinite, ne? Oder heißt es so?
Weiß ich nicht, aber ich habe Bock drauf. Ich bin aber nicht mehr so der. Ich glaube, das Battle Royale könnte Halo komplett neu nochmal ins Bewusstsein der Leute bringen. Ich denke aber auch, dass Halo vor allen Dingen daran scheitert im Moment, dass die Xbox einfach gar nicht so eine Rolle spielt im Moment. Ne? Also, ich habe das Gefühl, alles konzentriert sich im Moment auf Switch, PS4 und PC. Ich habe, es gibt ja immer noch auch diese Ankündigung. Ich habe jetzt letzte Woche die Headline gelesen, aber nicht nachgelesen, aber Support für Tastatur und Maus. Plus, und das muss ich einfach ganz deutlich sagen, die Xbox One X ist so leise im Vergleich zu der PlayStation 4. Die PlayStation 4 ist einfach wirklich einfach 12 Staubsauger vor deinem Trommelfell. Und das ist echt, das ist. Ja, am Anfang ist sie leiser. Bei mir ist sie am Anfang leiser gewesen. Aber sie wird, finde ich, ein bisschen lauter, je länger man sie hat. Ja. Ja. Ich habe aber auch einen Beamer, dadurch ist das bei mir dann egal. Ja, okay, weil es eh röhrt, ne? Aber ich verstehe völlig deinen Punkt. Ja. Und die X ist viel. Ich habe es aktiviert, Entschuldigung. It should be back here to resupply before too long. The Resistance is assisting with the mission. So I'd like to ask you to run a little guard duty. Seriously? Dead serious. There's a stockpile of missiles down at the shoreline that needs to be loaded on the carrier. And with all the machine activity lately, we need to stay on our toes. Of course, if you're already working on something for Yorha, I don't mind if that takes priority. Anyway, thanks in advance. Ja, Heartbreak, Heartbreak Kid. Wir haben beide die One X. Die haben wir sogar, wir haben sogar eine bekommen. Ja, ich habe auf jeden Fall... Wir haben die bekommen. Ne? Wir haben die bekommen von Microsoft. Am Anfang war wie immer die große Kritik, zu Recht auch irgendwie wenig Line-Up. Ja, genau. Gab am Anfang, ich glaube, ich habe damals noch Assassin's Creed dann gespielt, weil es das Einzige war, was so ein bisschen mit den neuen Features, mit den Grafik-Features irgendwie geprotzt hat. Aber das fand ich dann gar nicht so beeindruckend. Und oh Gott, ich habe sie wirklich... Ich habe ein bisschen Halo Wars 2 noch gespielt und dann habe ich sie nicht mehr angefasst. Es ist wirklich ein bisschen traurig, aber es liegt auch daran, dass wir, glaube ich, im Moment Spiele immer als PS4-Key bekommen. Also wir spielen mal also man macht Fallout, spielen wir hier auf jeden Fall auf der Xbox. Ja? Ja. Na gut. Ja, es ist ja auch eigentlich, es ist wirklich keine Qualitäts-, es ist echt eine Gewöhnungskiste. Und exakt. Wie so oft, was die Leute haben, die um einen rum so in der Bubble sind, das hat man dann meistens auch an Spielen und so, damit man zusammenspielen kann, selbst wenn man es gar nicht so häufig macht. Ach, das war bei uns man auch. Man will nur die Option haben. Das war bei uns auch ganz klar früher noch. Klar, andere Zeiten, haben wir auch eigentlich einfach viel häufiger auch miteinander online gezockt so. Alle hatten die 360, alle einfach von uns, ne? Und, es wechselt ja auch. Genau. Mal Microsoft vorne, mal Sony. Im Moment könnte ich, weil auch jeder seine Pro-Variante noch hat und die X. Genau. Es ist super schwer für mich im Moment, mich für eine Sache zu begeistern, für ein System. Ich bin mittlerweile längst weiter und denke an Spiele oder an. Wir haben die Möglichkeiten auch. Ja, eben. Deswegen, daheim habe ich keinen PC oder keinen guten. Deswegen spiele ich da auch nicht PC. Da spiele ich dann PS4 oder Xbox. Im Moment bin ich bei NDA. Es tat schon wieder weh, schon wieder Geld für Diablo 3 auszugeben, aber es hat sich echt gelohnt. Ey, hast du für Switch jetzt gekauft? Ja, ich hab's nämlich auch gekauft. Zack, bumm, ey, geil. Spielen wir schön Diablo 3. Ja, Mann, obwohl ich's nicht mal mag. Ey, das macht so viel Spaß. Es ist so, passt zu meinem Spielstil. Einfach nur durchstumpf looten. Einfach. Es ist ein bisschen wie Nier, nur halt. Top-down und nicht, du musst nicht nachdenken. Die Story ist so irrelevant. Es ist so egal, ob Belial oder. Also, Bock habe ich ja keinen, diese immer wieder denselben Aufbau und dann hast du einen Charakter und dann rennst du einem hinterher, der irgendwie irgendwelche magischen Wellen vor sich her schießt und alles nur noch, du hörst nur noch Geklimper und das Gold fließt in Strömen. So stelle ich es mir vor. Ich habe so oft angefangen, dieses Mal werden wir es machen, aber dann will ich auch schön gemütlich mit der Switch, weil das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Wie ich das Spiel noch. So habe ich es noch nicht gespielt. Probieren wir es mal aus. Es ist wirklich für meinen Spielstil jetzt gerade. Wir müssen es trotzdem verabreden und will ich ja auch. Und dann zocken wir es halt auch einfach. Aber ey, es ist sehr angenehm. So Kind auf dem Bauch, zocken. Halbe Stunde. Geil. Weil ich, es ist mir zu aufwendig, erstmal den Föhn anzumachen. Das Kind. Wäre gut, wenn das Kind mit den Augen direkt auf den Display guckt, sodass das ganze Sichtfeld ausgefüllt ist mit Dämonen und Hölle. Und dann spielst du so. Ja. Vor dem Kind. Ich würde es machen. Ja. So. Mein Kind wird sich in der Videospielwelt sehr früh auskennen und daran verzweifeln und wahrscheinlich irgendwann. So. Kann man Diablo 3 auf der Switch offline zocken? Ja, kann man.
So. Ja, ich kann auch Dark Souls sehr empfehlen. Ich jetzt, direkt auch wieder an. Ich gehe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit wir haben. NDA fängt doch bald an, ne? Alter, NDA fängt sogar jetzt gleich. Ja, wir haben nur ein paar Minuten, ja. Dann soll ich denn nicht jetzt noch hier reinspringen oder nicht? Weil hier geht's die Main Quest weiter. Das ist mega spannend jetzt. Der Chat kann mal ganz kurz sagen, weil es wurde auch eben angedeutet, dass wenn wir jetzt weiterspielen, wir keine Sidequest für eine Weile mehr machen können. Das könnte natürlich auch zusammenclashen mit, ne, mit dem Level, mit unserem niedrigen Level. Ja, ja. Die Frage ist, wollen wir vielleicht beim nächsten Mal vorher nochmal ein Level abmachen? Oder gehen wir in die Story? Ey, im Ernst, wir haben es ja eben auch geschafft. Ich hab's jetzt nicht. Ich finde, es ist nicht so schwer, wie es gemacht wird. Ja. Ich bin vielleicht auch nicht so gut, aber ich wette, dass du das hier, was jetzt kommt, sofort beim ersten First Try wirst du das killen. Nee, das nicht, aber tatsächlich, ey. Ja, ich habe eben gewonnen. Also, was sonst denn? Aber ich hatte tatsächlich Lust, keinen Witz, jetzt nochmal lieber ein paar Tierfälle zu holen, um unsere Waffen aufzuleveln. Weil wir brauchen Tierfälle, weißt du? Also, ich glaube, das würde ich tatsächlich gerne machen. Okay, das, so, wir speichern das ab. Als nächstes holen wir uns Tierfälle. Vielleicht haben wir sogar noch ein bisschen Zeit. Dann kannst du nochmal schnell ein paar holen. Ja. Und nächstes Mal spielen wir dann die Story weiter. Wald. Wir wollen ja, nur ganz kurz für euch zu erklären, weil ein paar Leute fragen, wir wollen ja durchaus die Sidequests machen, aber rein von der Dramaturgie können wir ja durchaus jetzt auch nochmal ein bisschen Multiplayer, ein bisschen die Story verfolgen und dann die beim nächsten Mal machen. Ne? Ja. Das ist ja alles wurscht. Also ich gehe jetzt nochmal rein und loot nochmal ein paar Tierfälle. Ich glaube, das machen wir jetzt immer schnell. Auch okay, ganz so, ist okay. Wir haben eh nur noch 5 Minuten. Ja. Finde ich auch ein schöner Ausstieg. Wir haben ja was gemacht. Genau. Baut mehr Mondbrunnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Spaß ist. Ich glaube eher, das ist ein Spaß. Ja. Oder vielleicht schlecht übersetzt. Diablo Immortal auch jetzt gerade. Es sind so viele. Ich verstehe ja die Diskussion dahinter, aber es ist auch ich habe da meine Meinung zu. Aber ganz ehrlich, das ist alles schon wieder so ultra salty. Ey. Also ich kann da jetzt wegen Diablo Immortal, Mobile. Ja. Ach ey, nö, lass mal nicht alles, darüber ich reden. Ich habe mir alles gelesen, alles angeguckt, aber alle Games bezogenen Shitstorms immer ein bisschen banal. Es gibt, muss man einfach ganz klar sagen, also wenn das für viele Leute wirklich Hauptbestandteil ist, das wo die weniger quatschen, mehr verfolgen. Ja, er ist wirklich abgehauen, ne, Alter. Er ist wirklich abgehauen. Was geht denn ab, ey? Oh nein! Ja, ich wollte es so elegant mit einem. Ich glaube, du musst ihn vielleicht mit so einem Laser mal finishen oder so. Ja, hatte ich ja vor, aber. Kannst du nicht anlocken? Also locken? Meine ich den Feind. Hast ihn gleich. Boah, und das gibt wahrscheinlich dann nur ein Tier. Boah, Alter, der hat mir aber jetzt hart getroffen. Oder sind hier andere Gegner, die ich hier nicht gesehen habe? Ja, jetzt hast du ihn gleich, Einmal, ein, zweimal noch. Jawohl. Mal gucken, wie viel der gibt. Keilerfleisch erhalten. Mehr nicht? Scheiße. Dann brauchst du wahrscheinlich Hirsche. Ja, kann sein, ja. In diesem Waldgebiet gibt es auf jeden Fall viel, deswegen bin ich gerade hier hin. Ja, ja, wir sind hier richtig. Die geben nicht immer Fälle. Ja, okay. Alter, ja, ich bin doch weg! Ab zu den Tieren, das bringt ja nichts. Also hier sind sehr viele Tiere, aber. Hat Budi abgenommen. Ja, aber. Budi hat tatsächlich abgenommen. Hab ich. Und heute Abend wieder so mein innerer Schweinehund, ne? Ich weiß, also heute war echt ein langer Tag, Arbeitstag, und der geht ja noch weiter. Hier ist übrigens das eine Bild, sehe ich gerade. Siehst du das? Ja, du hast völlig recht. Kann man denn jetzt was, musst du das Bild machen vielleicht? Ja. Wird automatisch getriggert. This is one of the places in that resistance member's photographs. Better record the coordinates. Good. Gerade jetzt vor kurzem Wildwurst gegessen. Schmeckt einfach nicht so geil. Einfach schmeckt zu sehr nach Tier. Wir haben uns das schon ganz gut so zusammen domestiziert. Die Tiere, die wir da wirklich essen, die sind auch schon die leckersten. Das sind schon die leckersten. Also ich will ja nicht jetzt sagen, dass es toll ist, Tiere zu essen. Nur ich meine, die Tiere, die wir essen, da haben wir schon über einen langen Zeitraum die leckersten rausgefunden. Experimente braucht ihr bei Fleisch wirklich nicht mehr machen. So. Wurde alles schon vor euch gemacht. Oh, der Budi hat leider die Tierfälle nicht gefunden, aber das ist nicht schlimm.
weil wir ja beim nächsten Mal weitermachen. Und dann werden wir das Schwert aufleveln. Dann ja? Tier Automata. Jetzt nicht mehr im Last Call, sondern im Knallhart durchgenommen. Wir wollten es, ihr wollt es auch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich schön. Wir sind jetzt auch drin. Ich mach mir wenig Sorgen fürs nächste Mal. Ja, die Story, vor allem jetzt sind wir so kurz von der Story-Mission. Ne? Ja. Na gut. Jetzt geht's los mit NDA. Viel Spaß zum ersten Mal nach langer Pause. Wir freuen uns selbst auch und gucken jetzt direkt zu. Schalten Sie ein, bleiben Sie einfach dran. Das ist der smarte Weg. Ja, ne? Viel Erfolg, viel Spaß.